Guten Abend. Bevor es richtig losgeht, gibt es wie bei jeder guten Veranstaltung sowas wie ein Vorfilm, ein kleines Warm-up. Wir wollen Ihnen, euch ein eineinhalbminütiges Filmchen zeigen, einen Trailer über einen Dokumentarfilm, der ein bisschen was von Commoning veranschaulicht. Das gibt es zum Aufwärmen und danach geht es richtig los. When I talk to people starting co-ops, I say, well, you want there to be a lot of excitement about your co-op when you start it, but what you're really doing is you're building a connection. And if you succeed in getting people to feel connected to their co-op that they own, the stronger you can make that connection, the stronger your co-op will be. I live nearby. I'm gonna go home, take a shower, and then go to work. So, how do you build a connection? If you ask someone for one of the most precious things in their life, which is a little bit of their time on earth, not your money in your bank, it's time on earth. That's all we've got. So if you're going to give that, you make a connection. What do you do for a living? I'm a designer and animator. I work in social services. I work with the homeless. What do you do for a living? I'm a psychoanalyst. It represents a new economic system in this country. It's going to collapse one day if this type of system doesn't catch on. This is a cooperative supermarket. Ja, guten Abend miteinander. Ich bin Jörg Haas und bin Referent für internationale Entwicklung der Heinrich-Böll-Stiftung und vertrete Barbara Unmüßig, die leider aus ganz dringenden familiären Gründen verhindert ist. Wir sind sehr froh, dass Elisabeth von Tatten von der Zeit ganz kurzfristig bereit war, einzuspringen und den heutigen Abend zu moderieren. Herzlichen Dank. Die heutige Buchvorstellung vor diesem vollen Haus ist für die Heinrich-Böll-Stiftung auch ein Ergebnis einer ganz, ganz langen Zusammenarbeit mit Silke Helfrich und David Bollier. Und ich möchte da nur kurz ein paar Stichpunkte nennen. 2004 begann Silke, die damals Büroleiterin der Heinrich-Böll-Stiftung in Mexiko war, die Arbeit zu den Commons. Und sie organisierte 2006 die erste große internationale Konferenz, damals in Mexiko. Und sie brachte zusammen die Menschen, die zu den natürlichen Commons arbeiten, die Bauern, die Fischer, mit denjenigen, die zu den digitalen Commons arbeiten, zu den Softwareprogrammierern. 2009 entstand dann, nach ihrer Rückkehr nach Deutschland, im Ausscheiden aus der Böll-Stifte, entstand dann ein Manifest, gemeinsam Gemeingüter stärken jetzt, als Ergebnis einer Reihe von Salons, die Böll-Stiftung damals veranstaltet hat. 2010 dann der Gemeingüterreport Wohlstand durch Teilen, unter anderem verfasst von Wolfgang Sachs, der hier auch im Saal ist. Im selben Jahr veranstalteten wir gemeinsam eine große internationale Commons-Konferenz und als deren Ergebnis entstand ein erster Sammelband, Commons für eine neue Politik jenseits von Markt und Staat. Der ist inzwischen fast vergriffen, nur noch ein paar Exemplare verfügbar. Wir haben 2013 dann mit Silke und David eine weitere Konferenz zu Economics and the Commons veranstaltet und darauf aufbauend 2015 ein neuer Sammelband, die Welt der Commons, Muster gemeinsamen Handelns,
den können Sie nachher noch entstehen, da gibt es noch ein paar Exemplare. Und was wir heute in der Hand haben, ist das Ergebnis einer ganzen Reihe von Workshops, sogenannter Deep Dives, die wir mit Silke und David veranstaltet haben. Wir haben es also mit einem Ergebnis einer langen intellektuellen Reise zu tun und es ist das Ergebnis von Gedanken von ganz, ganz vielen Menschen. Eine intellektuelle Koproduktion, die da in dieses Buch eingeflossen ist. Einige von den Menschen, die da beigetragen haben, sind auch im Saal und möchte an der Stelle mal pauschal Dankeschön auch dafür sagen. Das ist also ein Buch nicht nur über Commoning, sondern auch ein Ergebnis von Commoning. Das Ergebnis dieser langen Reihe von Veranstaltungen, von Diskussionen, von Texten ist ein veränderter Blick nicht nur auf die Commons, sondern auch auf uns selbst. Wir sind als Menschen nicht nur als isolierte Einzelne denkbar, sondern in Beziehungen. Der Mensch in seiner Würde und Freiheit, so wie er im grünen Grundsatzprogramm auch angesprochen wird, ist ein Mensch, der grundsätzlich in Beziehungen steht, der vielleicht auch aufgerufen ist, in gelingenden Beziehungen zu leben, Beziehungen zu anderen Menschen, Beziehungen zu seiner natürlichen Mitwelt und nicht zuletzt auch Beziehungen zu sich selbst. Ich bin nun sehr gespannt, was der heutige Abend bringen wird. Und bevor ich an Elisabeth von Thadden übergebe, möchte ich noch Dankeschön sagen. Natürlich an Silke Helfrich für die unglaubliche Energie, die sie in dieses Buchprojekt mit David Bollier gesteckt hat, über alle Hürden hinweg. An meine Mitarbeiterin, Joanna Barilkowska, die ohne deren Arbeit dieses Buch wahrscheinlich nicht entstanden wäre. Ich bin unendlich dankbar, Joanna. An meine Vorgängerin, Heike Löschmann, die ist jetzt Büroleiterin in Tunis, aber die hat dieses Buchprojekt initiiert, zusammen mit Silke und David. Schließlich meine Kollegen und Kolleginnen aus der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, allen voran Bernd Reinberg als Lektor. Den Transkriptverlag muss ich unbedingt nennen, der ein Buch verlegt, was frei im Netz verfügbar ist zum Download, der dieses ökonomische Risiko auf sich nimmt. Und schließlich möchte ich natürlich mich ganz herzlich bedanken bei unseren Podiumsgästen, bei Hartmut Rosa, Robert Habeck, die mit uns heute diskutieren. Und jetzt übergebe ich an Elisabeth von Thadden und wünsche uns einen spannenden Abend. Dankeschön. Ja, es lässt sich nicht länger verbergen. Es wird eine besondere Art von Beziehungsgespräch offenbar, die uns heute Abend bevorsteht. Danke, Jörg. Danke, dass ich so unerwartet kommen durfte. Mein Zettelwesen bitte ich zu entschuldigen, aber das ging bei der unerwarteten Einladung nicht mehr anders, als dass ich bisweilen auf den Zettel gucken muss. Ja, guten Abend, kooperierende Miteigentümerinnen, aneignende Commoners, vielleicht sogar enteignende, teilhabende und Bürgerinnen. Zur Frage steht, was in einer Demokratie durch Gruppen Wirklichkeit werden kann. Wohnen ist keine Ware, sagen die Plakate in Berlin. Wer etwas hat, ist frei, sagt die Zeitung, für die ich arbeite in dieser Woche auf der Titelseite. Freiheit in Bezogensein ist etwas anderes als Besitzen, sagt Silke Helfrich, ist unveräußerlich, für Geld nicht zu haben. Willkommen zu einer Debatte über das, was uns eignet und wir uns gemeinsam aneignen können. Zu einer Debatte, die vielleicht allzu lang unsichtbar war, die darauf wartet, sichtbarer zu werden. Versuchen wir sie ein bisschen ins Helle zu ziehen. Und ich freue mich besonders, dass ich das heute Abend tun darf, weil ich in der Zeitung der Zeit in Hamburg gerade genau in dieser Woche die Sinn- und Verstandseiten, die ich verantworte, mit der Frage nach dem Eigentum bestücken konnte. Was ist Eigentum und wofür ist es gut, fragt Thilo Wesche. Und nun habe ich Silke Helfrich im Vorhinein versprochen, dass es kein Abend werden kann und soll, der über das Eigentum im engeren Sinne handelt, aber über das, was das Bezogensein im Blick auf das, was Menschen gehören kann, was sie nutzen können, teilen können, gewidmet ist. Silke Helfrich
Jörg Haas hat sie vorgestellt. Ich möchte zumindest ein Stichwort zu dem, was Jörg Haas gesagt hat, ergänzen, nämlich, dass das eine Commons-Aktivistin ist, die gleichzeitig forscht, die gleichzeitig schreibt, die auf der grünen Wiese in Bechstedt Saftgenossenschaften berät. So habe ich sie zum ersten Mal gesehen, an einem glühend heißen Sommertag, die den Weg weg vom Individualismus und vom effizienten Wettbewerb nehmen möchte, hin zu dem, was sie Freiheit in Bezogenheit nennt. Was das sein mag, wird sie uns jetzt in etwa 20 Minuten erzählen. Danach, während die Stühle sich hier auf der Bühne versammeln, wird es eine Murmelrunde geben, die daraus besteht, dass man miteinander kurz ins Gespräch kommt. Wiederum danach werden Hartmut Rosa und Robert Habeck auf die Bühne kommen und dann geht's los. Silke. Wow, volles Haus. Dankeschön. Na, jetzt weiß ich die Richtung. Ist immer gut, wenn man weiß, wo es lang geht. Insbesondere in politischen und gesellschaftstheoretischen Debatten. Und ich muss gestehen, meine Reise durch die Commons in den letzten Jahren, nunmehr 15 Jahren, hat mir viel Orientierung gegeben. Denn ich komme aus diesem Dorf. Hier bin ich groß geworden. Und in dieses Dorf führt exakt eine Straße hinein und auch wieder hinaus. Und das war mein Horizont. Das ist das Sperrgebiet. Auf der einen Seite, auf meiner, die Deutsche Demokratische Republik. Auf der anderen Seite, die Bundesrepublik Deutschland. Auf der einen Seite, ich dachte ja immer, viele, viele Jahre lang, auf beiden Seiten sei alles ganz anders. Und auf der einen Seite hatten wir die Kooperation, auf der anderen Seite die Konkurrenz, auf der einen Seite den Sozialismus, auf der anderen Seite den Kapitalismus, auf der einen Seite das Volkseigentum, auf der anderen Seite das Privateigentum, auf der einen Seite die Allmacht des Marktes, auf der anderen Seite die Allmacht des Staates. Und vielleicht kommt Ihnen diese Erzählung bekannt vor, vielleicht glauben Sie auch, dass die im Kern richtig ist. Vielleicht irritiert diese Erzählung aber auch. So wie mich, weil es irgendetwas gibt, was sich dann nicht mit unserer Beobachtung deckt, mit dem, was wir wahrnehmen und mit dem, was wir tatsächlich erleben. Dass wir im kommunistischen China ein Land haben, das seit Jahren im globalen kapitalistischen Wettbewerb glänzt, dass die DDR auch nicht besser kooperiert hat als die BRD, dass uns führende Repräsentanten liberaler Demokratien erklären, der Staat sei marktkonform. Und dass man dann feststellt, vielleicht stimmt das sogar. Ist es nicht so, dass der kapitalistische Markt sehr eng mit dem Nationalstaat, wie wir ihn kennen, zusammenhängt? Und wenn es so ist, dass Markt und Staat sehr eng zusammenhängen, ist dann nicht die Frage Markt oder Staat vielleicht einfach die falsche Frage? Und es war letztlich dieses Markt oder Staat, ein Slogan, der auch durch die Wirtschaftsnobelpreisträgerin Elinor Ostrom berühmt geworden ist, die ja in ihrer Dissertation schon schrieb, die Verfassung der Allmende jenseits von Markt und Staat. Es war also letztlich dieses Suchen nach Lösungen jenseits von Markt und Staat, die sich auf meiner Reise durch die Welt, DDR, Bundesrepublik Deutschland, Kuba, El Salvador, Mexiko und so weiter, als sinnvoll, als orientierungssicher erwiesen hat. Was auch sehr ähnlich ist, auf beiden Seiten, aus diesem Grunde übrigens, reden wir in unserem Buch vom Marktstaat, um zu betonen, sozusagen, dass die Fragen nach dem Entweder-Oder eventuell die falschen Fragen sind. Und dieses Fragen nach dem Entweder-Oder und dieses Denken in Dualismen,
in Schwarz oder Weiß, Freund oder Feind, öffentlich oder privat, ist übrigens auch etwas, was auf beiden Seiten dieser Grenze ziemlich ähnlich war. Wir sehen also, vielleicht gibt es viel mehr strukturelle Gemeinsamkeiten, als wir das gewohnt sind zu denken und als wir auch in der Zeitung lesen. Wenn wir jetzt beispielsweise über Alternativen zu Wohneigentum nachdenken, haben wir sofort eine erhitzte Debatte für oder gegen Enteignung am Hals, statt genauer hinzuschauen. Und wir plädieren dafür in diesem Buch eigentlich nur die ganze Zeit, genauer hinzuschauen, präzisere Fragen zu stellen und vor allem unsere Sprache zu verfeinern. Nun sind wir aber mit diesen Denkmustern ausgestattet. Und es ist unglaublich schwer, die wieder loszuwerden. Und das liegt unter anderem daran, dass wir das, was es auf beiden Seiten gegeben hat, Denken in Dualismen, Ismen, Konflikte um die Macht und Konflikte um das Eigentum, dass wir es gewohnt sind, in diesen Kategorien zu denken, dass wir es gewohnt sind, in Schwarz-Weiß-Kategorien zu denken und nicht genug zu verstehen, dass beispielsweise Privat- und Gemeineigentum nicht nur graduell, nicht prinzipiell, sondern nur graduell unterschiedlich sind. Und wenn wir so tun, als gäbe es dieses Entweder-Oder, wenn wir die Welt sozusagen in solchen dualen Kategorien beschreiben, selbst wenn wir von dem Staat und dem Markt reden, dann machen wir sozusagen nicht nur einen Fehler in der politischen Analyse, dann tun wir auch so, als gäbe es mit diesen Konzepten so etwas wie ein starres Ganzes. Den Staat wie eine Person sozusagen mit einem Hirn, hier symbolisiert im Leviathan, oder den Markt wie einen Mechanismus, wie eine Maschine, die immer weiter rattert. Und es ist genau an diesem Punkt, wenn wir sozusagen solche starren Konzepte einkaufen, die wir für ein Ganzes, für eine Entität halten, dass wir eine sehr fundamentale Ebene berühren. Das ist das, was die Philosophen die Seinsebene, die Ebene der Ontologie nennen. Und Ontologien sind nichts anderes als das Fenster, durch das wir die Welt betrachten. Und auf unserer Reise durch die Welt der Commons haben wir gemerkt, dass vielleicht nicht bewusst, vielleicht nicht explizit und vielleicht auch nicht im Detail beschrieben, dass aber tatsächlich die Praxis von denen, die wir Commoners nennen, eine Praxis ist, die auf einer anderen Weltbetrachtung beruht. Dass also das, was unsere Art zu sein und zu handeln, das, was Politik nährt, was Institutionen schafft, in Wirklichkeit auf der ontologischen Ebene grundgelegt wird. Wir nennen das, wir sprechen da vom Ontosid. Daraus folgt alles andere. Die Art, wie wir die Beziehungen, die zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb eines Commons gestalten. Ich werde dazu nachher noch was sagen. Die Art, wie wir Infrastrukturen, Technologien, unser Bildungswesen, unser Gesundheitswesen und was auch immer in die Welt bringen. Auch da haben wir viele Beispiele im Buch und eben das ganz große Bild. Wie können wir uns Politiken denken? Wie können wir uns sozusagen einen strukturellen Rahmen denken, der die zentrale Qualität der Beziehung, der zwischenmenschlichen Beziehung, der Mensch-Natur-Beziehungen, der Beziehungen zwischen unterschiedlichen Systemen in den Blick stellt und die klar hat, dass wir Menschen Wesen sind, die immer durch Beziehungen hindurch und aus Beziehungen heraus handeln. Und dass unsere Institutionen so designt werden müssen, dass es immer um die sozusagen Vertiefung dieser Beziehungsqualität geht, statt das, worauf wir heute optimiert sind, nämlich sozusagen Trennung zu optimieren. Also eine Gesellschaft, die so hochgradig arbeitsteilig ist wie unsere, die die Arbeit in einen Teil des Tages verlegt, die Freizeit in einen anderen, die das Lehrersein sozusagen in einen bestimmten Teil des Tages legt, das Vatersein in andere. Da werden sozusagen immer Trennungen kultiviert, in der sich nicht das Ganze unseres Lebens ausdrücken kann. Wir plädieren deswegen
Und das ist der erste Teil für etwas, was wir einen Ontowandel nennen. Wir sagen im Grunde eine wirklich transformative Politik. Eine Politik, die sozusagen nicht nur Symptome kuriert, die muss auf einem Seinsverständnis beruhen. Die dem gerecht wird, was wir wirklich sind. Nämlich ich in Bezogenheit. Sogar viele Ichs in vielen Bezogenheiten. Oder andersrum gesagt, jedes Gesetz, jede Institution, jede Technologie, die davon ausgeht, sozusagen, dass wir den isolierten Einzelnen kultivieren und das Misstrauen zwischen den isolierten Einzelnen. Sie kennen vielleicht den großen Hype um Blockchain. Blockchain, das ist die Institutionalisierung des Misstrauens. Da brauchen Sie überhaupt keine menschlichen Beziehungen mehr, um sehr komplizierte Transaktionen zu gestalten. Wir sagen umgekehrt, wir müssen alles, was wir tun, Gesetze, Institutionen, Technologien und Infrastrukturen, so designen und so gestalten, dass die Vertiefung von Beziehungsqualität sozusagen immer mit zum Kern des Anliegens gehört. Und das bedeutet auch, dass wir andere Handlungslogiken stark machen. Also dass wir nicht nur das Ich in Bezogenheit in seinen vielfältigen Beziehungen stark machen und sozusagen den Homo economicus zumindest auf den Rücksitz in der Geschichte setzen, sondern dass wir eine andere Handlungslogik stark machen, die sagt, wenn es möglich war, dass wir in den letzten 250 Jahren zum Homo economicus geworden sind, wir kommen ja nicht so auf die Welt, dann ist es auch möglich, dass andere Seiten in uns zum Klingen gebracht werden. Dass die gesellschaftlichen Strukturen, die uns umgeben, dass die Institutionen, durch die wir uns bewegen und die uns prägen, denken wir beispielsweise ans Bildungswesen, eine Handlungslogik in uns stark macht, die ich fast mit dem lutherischen Gottesgnadentum vergleichen will. Wo wir erstmal sein dürfen in unserer Mannigfaltigkeit und das, was dann dort ist, gestärkt werden kann, ohne dass wir zuvor etwas leisten müssen. Wo diese Logik des, du bekommst nur, wenn du auch gibst, zurückgefahren wird und wir durch die Stärkung von Beziehungsnetzen es schaffen, sozusagen Dinge in einer ganz anderen Weise zu produzieren. Das Interessante ist ja eigentlich, dass dieser Gedanke, dass das Ontologische, das Grundlegende für alles, was wir politisch tun und was wir gestalten, ein uralter Gedanke ist. Der steht in vielen guten philosophischen Lehrbüchern. Und da steht er nun und verstaubt. Und er steht dann da und verstaubt und wirkt aber gleichzeitig trotzdem. Das heißt, die gleiche Art und Weise, wie wir heute geworden sind, hat ihre Grundlagen in einem Seinverständnis, das die Trennung im Unterschied zur Beziehung fokussiert. Und wir leiden an diesen Konsequenzen. Und das heißt nichts anderes, als dass das falsche Denken unter anderem auch in Worten sozusagen zu realem Leben gerinnt, das sich dann am Ende falsch anfühlt. Und damit sind wir beim zweiten großen Thema dieses Buches. Nämlich der Sprache, bei den Worten. Denn ich habe da mich einigermaßen kreativ entfernt von dem, was ich für Sie vorbereitet hatte. Denn am Anfang ist das Wort. Und jedes Wort verändert die Welt. Und wie wirkmächtig Worte sind, haben wir erlebt, als wir um dieses Buch gerungen haben und immer wieder gemerkt haben, mit der Sprache der Marktökonomie, der Bürokratie und des politischen Liberalismus kommen wir nicht wirklich weit. Uns fehlten Begriffe, um das, was ich eben sozusagen an Beziehungsreichtum beschrieben habe, an dynamischem, gelebtem, lebendigem Leben, dafür haben wir kein hinreichendes Vokabular. Und wie mächtig aber das Vokabular ist, das erleben wir ja gerade in Zeiten, wo nicht nur wir, sondern auch die Weltpolitik in so einem Zusammenspiel von Macht und Phrasen Twitter gesteuert werden. Das heißt, wir hatten das nie vor, aber irgendwann in diesem langen Prozess des Ringens um das Buches Monat für Monat für Monat für Monat in zwei Sprachen gleichzeitig, und es wird dann noch ins Spanische und Französische übersetzt,
irgendwie in diesem langen Ringen kamen wir dann, als Kapitel 7 schon geschrieben war, zu der Erkenntnis, dass wir jetzt Kapitel 2 schreiben müssen und dort über Sprache reden und über die Macht der Sprache. Ups. Und machen Ihnen das Angebot, diese neuen Begrifflichkeiten, die wir mit Commons assoziieren und die das, was Commoners tatsächlich tun, besser zu beschreiben. Was Sie etwa erleben, wenn Sie so wie wir da auf diesem Feld der solidarischen Landwirtschaft in Heilbronn, ja, miteinander in der Erde butteln. Oder was Sie erleben können, wenn Sie, wie in diesem Beispiel, Seco Sesola, dem Kooperativenverbund in Venezuela, durch Entscheidungsprozesse gehen, die eigentlich gar keine sind, wo 3000 Entscheidungen am Tag gefällt werden, ohne dass je ein einziges Mal abgestimmt wird. Oder wenn Sie wie hier Freifunk, da gibt es inzwischen 450 Projekte, Knoten in Deutschland mit 48.000 Zugangsmöglichkeiten. Das ganz ähnlich wie WifiNet in Katalonien das schnelle Internet überall dahin bringt oder die Kommunikation überall dahin bringt, wo der Markt versagt. Und wem das noch nicht genügt, der kann sich vielleicht auch bewusst machen, dass auch die Freiwillige Feuerwehr Commoning-Erfahrung hat, auch wenn sie das nicht unbedingt so nennt. Aber es ist letztlich der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Und damit sind wir dann bei dem, was wir eigentlich machen wollten. Nämlich, wir wollten uns selbst erklären, was ist jetzt eigentlich und wie gelingt Commoning. Denn dieser Begriff der Commons, und Sie werden mich ganz gewiss dafür kritisieren, dass ich immer diese englischen Worte benutze, das können wir aber nachher klären, der wurde immer auch so etwas als von uns Getrenntes gedacht, die da draußen, der Wald, die Fischgründe, die Almweiden, da, wo die glücklichen Schweizer Kühe grasen. Aber jedes Commons tatsächlich beruht auf Naturvermögen. Jedes ist ein Wissenscommons, ein Austausch von Wissen. Und jedes ist vor allem ein sozialer Prozess. Und dieser soziale Prozess wird als Commoning bezeichnet. Und wer sich das klar macht und sich vor Augen hält, worauf diese Frau Elinor Ostrom, die ist 2012 verstorben, ihre Arbeit konzentriert hat, hier erhält sie 2009 den sogenannten Wirtschaftsnobelpreis, dann ist Ihnen auch klar, der Fokus dieser Arbeit, der Fokus der wissenschaftlichen Forschung zu diesem Thema liegt im Bereich der Institutionen. Wie bauen wir Institutionen? Wie treffen wir Entscheidungen? Wie gehen wir mit Krisen um? Wie werden Regeln gesetzt? Wie wird mit Regelbrüchen umgegangen? Und so weiter. Das ist die Arbeit, auf die sich Elinor Ostrom konzentriert hat. Wenn wir aber jetzt sagen, in wirklich steht das soziale Handeln, das Miteinander, das Tun, das Herstellen im Mittelpunkt, dann sind noch ganz andere Fragen zu beantworten. Fragen, wie ist es denn uns eigentlich möglich, dass wir diese Ubuntu-Rationalität, diese andere Handlungslogik, in der es nicht um Konkurrenz geht, nicht darum, die anderen auszustechen, nicht darum, immer Exportweltmeister zu sein, überall führend und dabei sozusagen zu vergessen, dass wenn wir führen, immer ein anderer verlieren muss, dass auch das eine Beziehungsdimension ist. Wie ist es denn also möglich, dass wir diese Ubuntu-Rationalität ins richtige Leben bringen, ohne dass wir immer nur über Institutionen reden? Und deswegen machen wir den Vorschlag, das ist eigentlich zwar nicht der Anfang des Buches, aber der Kern des Buches, zu sagen, können wir Commons nicht denken als eine andere Kultur? Im Wesentlichen ist Commoning ein Kulturbegriff, als eine andere Kultur des sozialen Miteinanders, die getragen ist auf der Governance-Ebene von Selbstorganisation. Selbstorganisation auf Augenhöhe, Selbstorganisation durch gleichrangige, bewusste Selbstorganisation und in denen konkret was produziert wird. Also, da gibt es Essen, da gibt es Häuser, da gibt es Autos, da gibt es Bildung, da gibt es Gesundheit. Ich könnte Ihnen eigentlich keinen Lebensbereich nennen, von Prothesen bis Traktoren, in denen nicht sozusagen wie in der Wikipedia produziert wird. Wir nennen das fürsorgendes und selbstbestimmtes Wirtschaften. Diese drei Bereiche müssen wir uns anschauen, nicht nur den institutionellen Bereich. Diese drei Bereiche schauen wir uns an gemeinsam und das nennen wir die Triade des Commoning. Und jetzt kommt eine Folie, von der ich weiß, dass Sie sie nicht lesen können,
Aber Sie können das ja im Buch nachlesen. Denn wie machen wir das jetzt? Wie erklären wir sozusagen jetzt das Kommen in Geht? Und dafür bedienen wir uns sogenannter Muster. Hier sehen Sie die Muster in diesen unterschiedlichen Bereichen. Und wer von Ihnen vielleicht in der Stadtplanung und der Architektur beheimatet ist, der weiß, diese Idee, diese Mustertheorie ist inspiriert von Christopher Alexander. Und ein Muster bedeutet in diesem speziellen Ansatz, jedes Muster beschreibt den Kern der Lösung eines immer wieder auftauchenden Problems, sodass man diese Lösung millionenfach anwenden kann, ohne sich je zu wiederholen. Das findet man, immer wenn man nach Alexander sucht, findet man diese Definition. Was man dort viel zu selten findet, ist das, was ganz sicher Hartmut Rosa freuen wird. Dass nämlich die Methode des Musterfindens, Muster werden übrigens gefunden und nicht erfunden, die sind sozusagen schon da, wir müssen nur lernen, sie zu lesen. Dass also die Methode des Musterfindens darauf angewiesen ist, die Frage nach der Resonanz zu stellen. Wenn Sie das tun, wenn Sie gucken, was sind eigentlich diese gelingenden Lösungen, die ich in Venezuela, in Chile, in Japan, in Deutschland und auf den Schweizer Almweiden finde. Ich fasse den Kern, ich greife ihn und ich muss immer wieder fragen, bringt es eine Seite in mir zu schwingen? Fühlt sich das eigentlich gut an? Wir hören auf, von außen auf die Comments zu gucken und so zu tun, als hätten sie nichts mit uns zu tun, setzen uns selbst mit ihnen in Beziehung und spüren ihnen sozusagen nach. Und im Musterfinden ist genau diese Qualität, das Fühlen nicht vom Beobachten zu trennen, aufgehoben. Und in diesem Prozess, deswegen hat das so lange gedauert, noch eine Schleife, noch eine Schleife, noch eine Schleife, haben wir 28 Muster gefunden. Eines haben Sie gerade schon im Film gesehen, dass wir mit der Park Slope Food Corp belegen. Wir haben also nicht nur diese Muster gefunden, wir haben sie belegt mit Beispielen aus aller Welt. Eine haben Sie gerade gesehen. Die Park Slope Food Corp, die quasi einen Supermarkt dem Markt entzieht, aber gleichzeitig auch Arbeit dem Markt entzieht. Ein wichtiges Commons-Muster. Oder Bürzog, eine sehr inspirierende Institution im Bereich der häuslichen Pflege und Gesundheitsfürsorge, die auf Heterarchie baut in ihrer Organisationsform. Oder das Mietshäuser-Syndikat, also was spätestens bei der aktuellen Debatte um unser Wohneigentum Furore machen wird und in aller Munde sein wird, auch Protagonisten in unserem Buch natürlich, die, wir nennen das, die Beziehungshaftigkeit des Habens verankern. Also Eigentumsformen und Regelungen zu suchen jenseits von Gemein- oder Privateigentum. Nochmal, Secco Sessola, die wirklich grandios sind, darin Konflikte beziehungswahrend zu bearbeiten und die gleichzeitig es verstehen, preissouveränen Handel zu treiben. Es gibt ja immer dieses Missverständnis, wenn man sagt, jenseits von Markt und Staat, dann glauben viele, das heißt ohne Markt und Staat. Jenseits heißt, ich lasse mir nicht von diesen Bedingungen da draußen sozusagen diktieren, wie ich mich zu verhalten habe, sondern wir bewahren darin, auch in der Art, wie wir handeln, die Souveränität. Damit sind wir dann schon fast am Schluss. Denn Sie werden jetzt fragen, jetzt haben wir viel über diese Commons erzählt, wie die sozusagen intern funktionieren. Ich habe Ihnen kurz ein paar dieser Muster gezeigt. 20 weitere warten darauf, entdeckt zu werden. Und ich habe erst mal behauptet, wenn Sie das so machen, dann werden Sie erleben, so geht Commoning. Nicht nur so kann es gehen, sondern so geht das tatsächlich. Und ich garantiere Ihnen, wenn Sie dieses Buch lesen, dann werden Sie den Commoner in sich entdecken. Und dann werden Sie vielleicht genau die Frage stellen, die wir uns im Anschluss stellen, nämlich, wie werden wir jetzt eigentlich größer? Da bringen wir eine These, die ist ganz einfach, die sagt, was innerhalb von Commons funktioniert, kann auch in zwischeninstitutionellen Beziehungen funktionieren. Und dafür machen wir die Idee der Commons-Verbünde stark. Schließlich sind wir in einer politischen Stiftung. Wir haben das Glück, mit Politikern auch hier heute diskutieren zu dürfen. Und wir müssen natürlich die Frage nach dem Verhältnis zum Staat stellen. Und diese Frage haben wir uns auch gestellt. Da haben wir ein ganzes Kapitel gewidmet. Und wir sind der Meinung, wenn wir Staat eben nicht als Entität mit einem Hirn verstehen, den man sozusagen sowieso in die Tonne kloppen muss, sondern sagen, da geht noch was, da kann man was machen, wenn wir das auf andere Denkgrundlagen beziehen,
dann halten wir es durchaus für möglich zu sagen, der Staat kann Commons katalysieren und weitertragen, auf der Makroebene etablieren, Infrastrukturen bereitstellen und neue Finanzierungsmöglichkeiten schaffen. Was heißt das jetzt konkret? Wenn wir über Institutionen nachdenken, die die Gesellschaft schwer beschäftigen und unsere Eigentumsverhältnisse auch schwer beeinflussen, dann kennen wir zum Beispiel diese Figur der öffentlich-privaten Partnerschaft. Wir sind der Meinung, es ist Zeit, mal über etwas anderes nachzudenken. Können wir uns Commons öffentliche Partnerschaften vorstellen? Und wir haben hier in Berlin mit Gemeingut im Bürgerheit eine Institution, die kann sozusagen viel dazu beitragen, uns das Problem mit öffentlich-privaten Partnerschaften zu erklären. Was man mit Commons und Muster macht, ist, sich eigentlich in Lösungen zu schwimmen. Und aus diesen Erfahrungen, die wir aus gelingenden Commoning-Praktiken zusammengetragen haben, Institutionen zu filtern, die sich nähren aus diesen Lösungen und sagen, also wenn öffentlich-private Partnerschaften gehen, dann ist es jetzt Zeit, mal über Commons öffentliche Partnerschaften nachzudenken. Mit der Einladung dazu, über solche neuen Institutionalisierungsformen auf der Makroebene nachzudenken, endet dieses Buch. Und ich sage es nochmal, meine Wette ist, wenn Sie dieses Buch lesen, dann entdecken Sie den Commoner in sich. Tun Sie das, pflegen Sie ihn. Denn die große transformative Kraft, die unter anderem darin liegt, ist, dass wir damit der Logik der Effizienz, dieser anderen Rationalität, in der ich nur sein darf, wenn ich auch leiste, den Nährboden, den wichtigsten Nährstoff entziehen. Nämlich uns selbst. Dankeschön. Danke, Silke Helfrich. Es erinnert mich manches an das, was ich erlebe, wenn es in unserer Familie zum Abendbrot geht. Da ist das Commoning bestimmt mit am Start. Ich glaube, jeder im Raum hat das Commoning in sich in irgendeiner Form aufgedeckt. Aber jetzt gilt es zunächst einmal, sich umzudrehen und den nächsten Nachbarn ins Murmeln zu ziehen. Denn die Stühle werden hier auf der Bühne aufgebaut und unterdessen beginnt die Murmelrunde. Die Bitte wäre, nicht nur die Menschen, mit denen man sowieso schon spricht, anzusprechen, sondern vielleicht jemanden schräg daneben oder links da hinten. Und unterdessen, während Sie murmeln und sich austauschen darüber, was dieser Vortrag gerade mit Ihnen macht, in Gang setzt, in Beziehung bringt und so weiter, kommen jetzt die Stühle auf die Bühne. Ich schlage vor, das Murmeln kann zu seinem Ende kommen und das Gespräch zu einem Anfang. Ich habe das vorhin schon anzudeuten versucht, dass wir das Glück haben, eine eigentümliche Art des Beziehungsgesprächs führen zu können. Und zwar deswegen, weil Silke Helfrich nun erläutert hat, was der Gedanke des Bezogenseins für ihre Arbeit an den Commons bedeutet. Aber nicht anders ist der Jenaer Soziologe Hartmut Rosa mit der Weltbeziehung als Beziehungsform, die in Frage steht, beschäftigt. Hartmut Rosa, der um die Welt reist, um seine Resonanzidee zu diskutieren und trotzdem darauf beharrt, in einem Schwarzwalddorf seine eigentliche Heimat zu haben, der das Max-Weber-Kolleg in Jena leitet und in Jena das Postwachstumskolleg, Entschuldigung, und in Erfurt das Max-Weber-Kolleg, hat in seiner Soziologie der Weltbeziehung, Resonanz, die Frage nach dem aggressiven Weltverhältnis des Habens, Besitzens und Eroberns gestellt, nach einer Alternative gesucht, nach einer anderen Form der Weltbeziehung und sie gefunden. Sie heißt Resonanz. Robert Habeck zu meiner Linken
insofern ein Beziehungsexperte als von ihm der Satz stammt, den ich mir seither gemerkt habe: Politik ist eine Beziehung zur Welt. Sich selbst stellt er auf der Website vor als Schriftsteller, Vater und Parteivorsitzender. Von Robert Habeck und seinen Büchern kann man lernen, wie sich nachdenken lässt darüber, wie Gruppen Wirklichkeiten entstehen lassen können, indem sie zusammenarbeiten. Ich freue mich sehr, dass diese beiden hier mit Silke Helfrich diskutieren wollen und können, und würde Ihnen trotzdem noch gerne etwas unterjubeln, bevor das Gespräch losgeht. Denn Sie sind alle drei nebenbei außerdem auch noch Experten für Sehnsucht. Und diese Sehnsucht sieht jeweils etwas verschieden aus. Silke Helfrich, wenn ich es richtig verstehe, sehnt sich mit dem Nachdenken über die Commons nach einem sozialen Prozess des Teilens, Kooperierens, das uns lebendig aufeinander bezogen sein lässt und gleichzeitig dauerhafte Strukturen schafft. Und das Sehnen hat die Eigentümlichkeit, dass es in der Wirklichkeit seinen Ort hat. Hartmut Rosa und sein Werk widmen sich der Sehnsucht nach einer Welt, die antwortet auf die Fragen, die wir stellen, die nicht stumm und kalt und steinern bleibt, sondern die, wenn wir uns an sie wenden, uns spüren lässt, dass wir selbstwirksam werden können. Die Sehnsucht nach einer Welt, die antwortet, ist diejenige, über die er und sein Denken geprägt sind. Und Robert Habeck, wenn ich das richtig verstehe, sehnt sich nach einer Politik, die Ideen und Visionen, wie Sie schreiben, nicht für ein Schimpfwort halten. Einer Politik, in der man als Analogie für das, was man tut, die Sehnsucht nach dem endlosen Meer bemühen darf, ohne sich lächerlich zu machen. Und insofern die Sehnsucht nach einer Wirklichkeit, in der wir miteinander an politischen Prozessen arbeiten dürfen, wiederum auch in der Wirklichkeit verordnet. Also drei Erziehungsexperten, drei Experten für Sehnsucht, und jetzt wird es real. Hartmut Rosa beginnt mit seinem Kommentar zu Silke Helfrich, und die etwas polemische, aber notwendige Frage lautet: Ist das nun angewandte Resonanztheorie, was Silke Helfrich ausgefaltet hat? Es müsste dir eigentlich gut gefallen, denn auch dort ist wenig von Macht, auch dort ist wenig von Institutionen, von Interessen die Rede. Das klingt doch alles resonanztheoretisch gefärbt. Ich muss jetzt sozusagen öffentlich murmeln. Also ja, vielen Dank für das Buch und den Vortrag und auch für die Frage. Also um gleich mal mit den Institutionen anzufangen, weil da ist mir eines nicht ganz klar sozusagen in eurem Ansatz, nämlich ich finde, ich stelle das auch immer fest, wenn ich mit den Studierenden rede, da, ich finde das ehrlich gesagt eine eigentlich gefährliche Entwicklung, dass die den Staat, also nach meiner Auffassung, zunehmend als was das Fremde, als die Institution, die da draußen ist, uns entgegenstehen. Und das scheint mir echt gefährlich zu sein. Ich verstehe das gar nicht. Ja, man muss die Gelegenheit mitnehmen. Nein, aber ich meine, weil ich würde sozusagen als eine Frage, die ich gerne stellen will, fragen, warum ist nicht der Staat selber, also weil ich glaube, die Frage, die Sie jetzt gestellt haben, war, oder die im Buch gestellt wird, was kann der Staat für die Commons tun? Aber ich würde sagen, warum ist der Staat nicht selber ein Commons? Das muss das zentrale Commons-Institut sein, die Commons-Institution. Das ist unser Staat. Der Staat ist nicht was, was mir gegenübertritt. Also ich glaube, wir müssen genau diesen Sinn wieder entwickeln. Und natürlich ist es eine extrem schwere Frage, wie schaffen wir das? Aber ich würde deshalb nicht, also ich würde mich davor hüten, den Staat als eine, weil das ist die zentrale institutionelle Sphäre, also als was, das andere gegenüber dem Commons oder den Commons zu sehen, sondern der Staat als zentraler Commons. Und da kommt noch eine kleine, also jetzt fange ich gerade mit dem Kritischen an, ich komme nachher auf das andere. Also mir scheint der Commons-Ansatz ganz stark, auch der Commoning-Ansatz, ganz stark von sozusagen von der Mikroebene her gedacht zu sein. Übrigens, die Resonanz macht das ähnlich. Nämlich von der Praxis, von dem Kleinen, von der Vernetzung. Aber ich finde, das sage ich jetzt als Soziologe und Gesellschaftstheoretiker, wir brauchen auch sowas wie einen Formationssinn. Ja, die vielen Institutionen und Praktiken und auch die Sprache, die Sie ja zu Recht herausstellen, die bilden sowas wie eine Formation, und die muss ich auch verstehen. Ja, weil die definiert eigentlich die Gesamtform der Weltbeziehung auch ganz stark. Deshalb geht es nicht sozusagen Gesellschaft, Staat, nur von den Vernetzungen auf der Mikroebene her zu denken. Also da scheint mir ein gewisses Problem zu sein.
Was ich aber sehr gut finde, was ich unbedingt teilen würde, ist diese Idee, also Sie haben das, glaube ich, Ontowandel genannt oder so. Da würde ich sagen, auf das will ich auch hinaus, weil nämlich in meinem Buch die Grundidee ja ist, ich nenne es relationale Ontologie, die sagt, es ist nicht so, dass Menschen und auch Gruppen gegeben sind und die Frage dann nur ist, wie sind die aufeinander bezogen oder wie sind die auf Welt bezogen, sondern die Beziehung schafft die Subjekte, die wir sind. Also aus der Beziehung geht das erst hervor. Ich finde es gerade in politischer Hinsicht ganz wichtig, weil ich eigentlich neuerdings mich versuche, dagegen zu wehren, zu sagen, soziale, also es gibt auf der Linken wie auf der Rechten, das finde ich faszinierend, obwohl wir heute, glaube ich, nicht zentral über Politik reden wollen, ich bin auch gleich fertig, aber auf der Linken wie auf der Rechten gibt es ja wie diese Idee, also Carl Schmitt, das Wesen der Politik ist Freund-Feind-Denken. Und das gibt es auch, das ist von rechts, von links gibt es diese Idee auch, ich nenne das antagonistische Sozialontologie, dass das Wesen der Politik bei Rancière oder Badiou oder bei anderen und übrigens auch bei Laclau natürlich, Laclau und Mouffe und letzten Endes auch bei Marx, ja, jedenfalls bei Marx hat es nochmal einen spezifischen Dreh, den ich mitmachen würde, aber die Grundidee ist, das Wesen des Politischen, der Ort der Politik ist Kampf, unversöhnlicher Widerstreit. Und da würde ich sagen, wie wir aufeinander bezogen sind, ist eben nicht ontologisch festgelegt, ja, deshalb Ontowandel. Die Frage ist, wie können wir Institutionen, soziale Praktiken schaffen, dass wir auf andere Weise aufeinander bezogen sind. Und meine Idee ist natürlich, dass die, und da glaube ich, das hat ein anthropologisches Fundament übrigens ähnlich, das hatten Sie auch gesagt, da habe ich ein bisschen gedacht, das ist schwierig zu sagen, wer wir wirklich sind. Da würde ich sagen, wer wir wirklich sind, ist ja auch immer erst das Ergebnis von Beziehungsprozessen. Trotzdem würde ich auch sagen, zu den Menschen gehört grundsätzlich die Fähigkeit, mit Welt, mit anderen, aber übrigens auch mit Dingen in Resonanz zu treten. Und Resonanz ist eine Beziehung, die vier Elemente hat. Ich werde wirklich berührt von etwas, ich antworte selbstwirksam darauf, dabei verwandle ich mich. Das ist dieser Sinn für Lebendigkeit, den Sie ja auch immer beschreiben. Und ich kann aber diese Beziehung nie vollständig verfügen, nie vollständig haben. Und deshalb ist nämlich das Haben oder der Besitzmodus, glaube ich, anthropologisch oder ontologisch eigentlich ein späterer. Wenn man kleine Kinder anguckt, ich finde das wirklich interessant, bevor sie Sprachwesen sind, bevor sie Vernunftwesen sind, bevor sie possessive Wesen sind, die haben wollen, ganz kleine Kinder wollen nicht haben, sondern die wollen das Ding zum Antworten bringen. Ja? Anstupsen, schlagen, von mir aus vom Tischchen fegen, um zu schauen, was es macht, wie es reagiert. Also Menschen sind, glaube ich, ihrer Natur nach zunächst Resonanzwesen. Und das Possessive sozusagen schafft eine bestimmte Form von Weltbeziehung. Und das scheint mir ganz wichtig zu sein. Ich stimme komplett zu, wir müssen genau hingucken, was für eine Art von Beziehung zur Welt und damit auch was für eine Art von Subjekt schafft Eigentum und insbesondere Privateigentum. Und nur ist jetzt ist das Ergebnis nicht so klar, weil ich glaube schon, die Idee, Eigentum zu haben, oder Eigentümer zu sein, Eigentümerin zu sein, stiftet eine bestimmte Beziehung zwischen Menschen. Ja? Das ist meins und nicht deins sozusagen. Schafft eigentlich erstmal auch eine Trennung zwischen uns. Aber es gibt mir natürlich einen Weltausschnitt, über den ich verfügen kann. Na, das ist ganz wichtig. Ja? Deshalb ist es auch in der Idee des Eigentums, auch des Privateigentums, ist die Idee Selbstwirksamkeit, hab ich ja schon gesagt, also ein zentrales Moment. Es ist meine Hose oder vielleicht mein Häuschen. Da wird es schon schwierig, ich weiß, mein Auto, man kann das über alle, ich versuche das auch tatsächlich bei allem durchzudenken. Was heißt es, dass es meine Hose ist und nicht eine, die ich heute trage, aber morgen trägt sie jemand anderer? Was heißt es, dass das mein Buch ist oder meine Pink Floyd CD? Was heißt es, dass es mein Fahrzeug ist? Kann mein Fahrrad sein oder mein Auto? Was heißt es, dass es mein Haus ist oder mein Wald? Ich glaube, in jedem dieser Dinge ist die Beziehung anders. Aber das Mein hat einen doppelten Sinn. Erstens, ich verfüge darüber und kein anderer. Ja, es ist meins. Und deshalb verfüge ich, also ich bestimme, wo das hingeht, ich kann es verschenken, ich kann es verändern, ich kann es transformieren. Und damit einhergeht aber auch der Sinn für Sorge. Ne, deshalb habe ich auch die Verantwortung, Sorge für dieses Ding zu tragen. Und bei Resonanz, also Resonanzbeziehungen versuche ich immer zu sagen, das entscheidende Punkt ist Anverwandlung statt Aneignung. Also ich habe mir ein Buch erst anverwandelt, wenn ich es zum Sprechen gebracht habe, wenn mir das was sagt, wenn das was mit mir macht. Und das gilt aber dann vielleicht auch für das Häuschen, für eine Wohnung. Ich habe sie mir anverwandelt, wenn meine Arbeit in es eingeflossen ist, wenn ich sie so umgebaut habe und mich darin niederlassen kann, dass diese Wohnung oder diese Hose oder dieses Auto
schrecke nicht davor zurück, das schreckliche A-Wort zu benutzen, wenn es sozusagen irgendwie in mich eingeht und ich in es eingehe. Das ist eine transformative Beziehung zu dem Ding. Und die Frage ist jetzt, wie können wir das anders denken? Ja, also weil das ist das, was Sie glauben, ich wollen. Also kann man diese Form des Verfügens und der Selbstwirksamkeit und der Anverwandlung, wie kann man die kollektiv und kooperativ richtig denken? Ich meine, wir haben in Jena vielleicht vor, ein größeres Projekt über Eigentumsverhältnisse auch zu machen. Und deshalb habe ich darüber lange nachgedacht und ich stolper immer wieder über einen Satz von, das ist eigentlich ein Hegelscher Gedanke, und den findet man dann bei T.H. Green und anderen, dass die sagen, also ein wirksames Selbst, das, was wir mal Identität genannt haben, eigentlich sage ich jetzt lieber Resonanz, weil Identitäten sich wandeln können, sodass sie nicht feststehen müssen, aber ein handlungsfähiges Selbst kann man nur sein, wenn man über Dinge verfügen kann. Also Henry Jones formuliert das so, er sagt, das ist jetzt noch nicht gendergerecht, das ist irgendwie im Ende 19. Jahrhundert formuliert, er sagt, let the individual own nothing but himself and he will not have a self to own. Ja? Also sozusagen, wir brauchen in der Verbindung zur Welt Dinge, über die wir vielleicht individuell verfügen können. Und ich verstehe schon diesen Sinn, muss es denn individuelle Verfügung sein? Stiftet es nicht ganz andere Formen von Beziehungen, wenn wir kollektiv herstellen und kollektiv aneignen und anverwandeln? Aber ich glaube, in dieser genauen Analyse, wo brauchen wir sozusagen, welche Form von Eigentum da liegt, aber auch eine Stärke in Ihrem Buch. Ich höre jetzt einfach mal auf. Vielleicht erstmal so weit, weil das natürlich jetzt danach ruft, dass Robert Habeck die politische Perspektive auf vielleicht genau dieses Feld lenkt. Politische Probleme lassen sich lösen, wenn eine Gruppe sich selbst organisiert. Ist das schon der Commoner in Ihnen, der da spricht? Ist das das Commoning, das sich bei Ihnen in Demokratie überführen möchte? Oder reden Sie ganz einfach über demokratische Prozesse und brauchen den Begriff des Commoning gar nicht dafür, wenn Sie sagen, wir wollen miteinander die Wirklichkeit schaffen, in der wir leben wollen? Das wäre genau meine Frage, ob das Commoning ein anderer Begriff für vieles ist, was wir so im Alltag miteinander erleben. Oder eine spezifische, dann auch irgendwann, jedenfalls muss ich da so drauf gucken, spezifische Form, auch alt-neu spezifische Form darstellt. Also was mir an dem Ansatz total gut gefällt und auch eine Resonanz in mir hat, wenn ich das Wort jetzt richtig verwende, was ich nicht genau weiß, ist, dass es mich natürlich an total viele lebensweltliche Situationen erinnert. Ein paar haben wir schon genannt, wo ich sage, ja klar, und das ist nicht eine ökonomische Beziehung, die im Mittelpunkt steht, also eine Art Tauschverhältnis, ich gebe dir Folgendes, was kriege ich zurück und im besten Fall habe ich noch einen Schnitt gemacht dabei, sondern eine in irgendeinem Sinne ethische Beziehung. Also wir kennen das, wenn wir einigermaßen intakte Familienverhältnisse haben oder Freundschaftsverhältnisse, dass man eher was gibt, und nicht, eine Beziehung zu Kindern beispielsweise ist ja eigentlich ökonomisch totaler Unsinn. Also man weiß ja nicht, was man zurückkriegt, aber man investiert Zeit, Geld, Mühe, Liebe, was auch immer, Nerven und erwartet eigentlich gar nicht, jedenfalls in der modernen Gesellschaft, dass sie am Ende einem die Rente zahlen oder für die Pflege aufkommen oder so, sondern dass sie einen lieben am Ende oder jedenfalls in irgendeiner Form das emotional erwidern. Und das ist natürlich jetzt die große Geschichte, aber wir haben eben in unserer kleinen Murmelrunde den klassischen Armbrutstisch, den Sie angesprochen haben, uns vorgestellt. Und klar, wer sagt, oh, der Käse ist gleich zu Ende, ich nehme das letzte Stück und mein Bruder nicht, meine Schwester nicht und meine Mutter schon gar nicht, ist irgendwie nicht, also der kriegt nicht den Applaus am Armbrutstisch. Und wenn man da irgendwie miteinander klarkommt, sagt man, okay, willst du das letzte Stück Käse haben? Du kriegst den letzten Stück Wasser oder Bier und so weiter. Und da findet dann ja Commoning auf eine gewisse Form statt. Und so ähnlich ist es, denke ich, auch bei der Freiwilligen Feuerwehr, die wir gerade gesehen haben, wenn man in so jedenfalls kleineren Ortschaften lebt, wahrscheinlich so ein Dorf wie Ihres am Anfang, dann sind es die Freiwilligen Feuerwehrmänner und zunehmend ja auch Frauen, sind im Grunde die einzigen Helden, die eine Gemeinschaft noch hat. Vielleicht außer Schützenkönig oder sowas. Vielleicht, weil sie ehrenamtlich ja in der Regel unterwegs sind und dann auch einen gefährlichen Job haben und im Zweifelsfall ins Haus reinrennen, um die Großmutter rauszuholen. Das wird hoch akzeptiert und wenn, also in meinen kleineren Dörfstrukturen, wenn die Freiwillige Feuerwehr ein neues Feuerwehrauto haben kann, konnte keine Partei der Welt sagen, nee, das kriegst du nicht. Man konnte vielleicht noch sagen, vielleicht nächstes Jahr, aber zu sagen, ey,
Das machen wir nicht. Wir wollen lieber das Rathaus umbauen oder so, ausgeschlossen. Und zwar nicht, weil die Sinnfrage so besonders gut zu beantworten war. Also meiner Ansicht nach, ich war selber in der Freiwilligen Feuerwehr, hätten die alten Dieseldinger auch noch 10 Jahre weiterfahren können, keine Ahnung, oder jedenfalls 5, sondern weil sie es wollten. Also die Anerkennung für die ehrenamtliche oder Common-Dienstleistung war da. So, und deswegen finde ich da ganz viel Interessantes drin, was ich verstehe, von dem ich mehr haben möchte, bis in politische Prozesse hinein. Ich will aber auch ein Aber formulieren, das aber vielleicht an dem, was Hartmut Rosa gerade gesagt hat, aufsetzt oder es aus meiner Sicht hinterfragt. Was ich nicht teile, wenn ich das so hart formulieren darf, ist dieser ontologische Ansatz. Also Ontologie ist ja die Lehre vom Seienden, im Grunde früher hieß das Metaphysik. Was ist der Mensch? Was ist die Gesellschaft? Was ist der Staat? Gibt es Gott? Was ist der Sinn des Lebens? Und ich habe mir angewöhnt, danach zu fragen. Ich verstehe das sowieso nicht, außerdem sagt jeder was anderes. Und viel sinnvoller ist es aus meiner Sicht zu fragen, wie funktioniert Staat, Gesellschaft, Lebenszufriedenheit? Also das heißt, ich, der kleine Robert, gehe nicht von einem Wesenskern aus, den ich erfassen muss. Und dieser, wenn ich das jetzt ein bisschen frech sagen darf, quasi religiöse Ansatz, der behagt mir nicht, und beziehungsweise ich würde ihn auch noch ein bisschen hinterfragen. Und da fängt dann ein Suchen an, wenn ich mir überlege, wie, dann ist ja nicht die Frage, was ist der Kapitalismus, oder, sondern wieso funktioniert er eigentlich so gut? Warum ist er so ubiquitär auf der ganzen Welt unterwegs? Und dann kann man ja auch sagen, warum sind eigentlich die Beispiele, die wir gerade gehört haben, Familie, Freiwillige Feuerwehr, im gewissen Sinne nicht moderne Gesellschaften in Südamerika oder auf der Alm, naja, nicht moderne in einem politischen Sinne, moderne Gesellschaft. Sie nehmen eben nicht am globalen Welthandel teil, sondern sie produzieren mit den zwei Kühen. Also ich kann Ihnen sagen, dass die Almwirtschaft nicht wettbewerbsfähig ist als Landwirtschaftsminister von Schleswig-Holstein. Die Kühe geben zu wenig Milch, um sozusagen im Markt zu bestehen. Sie funktionieren nur, weil es hohe öffentliche Wertschätzung für die Kühe auf der Alm gibt und ökologische Güter auf einmal einen Wert bekommen. Aber nee, der Punkt ist im Grunde, dass die Beispiele immer entweder altmodisch, altertümlich oder sehr klein sind. Und ich glaube, dass der Kapitalismus deswegen so gut funktioniert, weil er eine für dann nicht freiwillige Feuerwehrleute und nicht in Familienverbund stehende, also für die allermeisten Menschen eine überlegene Form der Anerkennungskultur bereitstellt. Wir können eben über die in Geldsetzung und dann in materielle Werte abrufbare Form uns Besonderheit attestieren. Das sind dann die Exzesse, die Hartmut Rosa genannt hat und die wahrscheinlich heute Abend in der Böll-Stiftung alle sagen, boah, ein bisschen weniger Konsum und so, das wäre eigentlich gar nicht schlecht. Aber warum funktioniert der Kapitalismus? Weil wir damit beweisen können, dass wir in jeweils unterschiedlichen Lebensformen irgendwie was Tolles hinkriegen. Wir können uns überbieten, wir können uns messen, auch wenn wir das gar nicht wollen. Und wenn wir das jetzt, und das glaube ich, das spürt man, und deswegen ist das Buch relevant und die Diskussion relevant, auch erahnen, dass dieses Modell des Konsumexzesses irgendwie nicht mehr cool ist. Also dass man sozusagen wenig Anerkennung nach dafür bekommt, indem man sagt, oh, mein Auto ist aber dicker als deins und ich habe den größeren Flachbildschirm und so weiter. Also da, man spürt jedenfalls in einem gewissen Milieu, ja, dass das nicht mehr, das funktioniert nicht mehr als Anerkennungserzählung. Da öffnet sich der Raum der Commons. Aber meine Frage ist, wenn ich das so herleite, wo geht dann die Anerkennung hin? Also was passiert? Und deswegen war meine Frage, ob das jetzt als politisches Programm gemeint ist oder nur als Beschreibung dessen, was wir so im Alltag ganz interessant finden und ein bisschen ausweiten können und Mitfahrgelegenheiten miteinander machen und Kleiderbörsen organisieren und so weiter. Aber was passiert, wenn das wirklich ernst gemeint ist, die Marktwirtschaft oder die kapitalistische Marktwirtschaft zu überwinden? Wo geht dann die Anerkennungsform hin? Und wenn dann die Antwort ist, das machen wir so wie im Mittelalter, also wo ja dann ein Beispiel der Common-Wirtschaft gegeben ist, der König erlaubt, den Bauern in seinen Feldern, in seinen Wäldern da zu jagen und so weiter, dann weiß ich nicht genau, ob ich das so eine geile Antwort finde, ehrlich gesagt. Weil das natürlich dann irgendwie in einen Heroenkult oder in eine eben ehrlicherweise, guterweise nicht materialistische Form der Anerkennung mündet, aber ob die dann noch sozusagen total entspannt und liberal und easygoing und linksliberal ist, das ist halt offen und das Gleiche zwischen Staaten. Ein Stück weit. Also die Gefahr ist nicht aus der Welt, dass in dieser befreiten postmaterialistischen Gesellschaft ganz andere Formen von Hierarchien sich bilden, die anders wirksam sind als jetzt die kapitalistischen Hierarchien. Und das
kann man nicht ausblenden, glaube ich, bevor man sagt, das ist unser neues Wirtschaftsmodell. Dann gibt es statt Anerkennung eben Resonanz in Zukunft. Es gibt dann eine andere Form von Macht wahrscheinlich, ne? Also der Feuerwehrmann ist dann der Held der Vergangenheit und das war dann Achill und Homer und, nee, Homer nicht, der hat ja nur die Bücher geschrieben, Achill und Hector. Odysseus zum Beispiel. Und ob das jetzt, ob man gerne mit Achill und Hector in einer Reihe gekämpft hätte, ist mal eine offene Frage. Also die hat ja Leute alle totgeschlagen. Vielen Dank dafür. Also da ist ein bisschen Marktwirtschaft vielleicht besser als die ganz archaische Gesellschaftsform, wo dann wieder Kastenwesen sich bilden, die dann zwar sagen, wir opfern uns und wir haben kein Privateigentum, aber eine ganz andere Form von hierarchischer Macht oder Vermachtung dann auf einmal eintritt. Und das muss man mitdenken, glaube ich. Das ruft danach, dass Sigge Helfrich jetzt antwortet auf diese beiden. Ja, ich glaube, ich bin froh, dass ich jetzt dran bin. Ja, aber gucken Sie auch Hartmut Rosa an. Das mache ich dann auch gleich. Ich nicht jetzt mit mir schimpfen. Och, wer austeilen kann, muss auch einstecken. Ich habe das doch voll gelobt. Ich habe nur eine Frage gestellt am Ende. Nee, ich will mich auch nur wundern. Also nicht kritisieren und nicht schimpfen, sondern eigentlich mich wundern. Als wir vor 8 Jahren oder so hier das Buch vorgestellt haben, das hieß Wem gehört die Welt? Und Andreas Weber saß damals hier an ihrer Stelle und Reinhard Bütikofer. Und die Diskussion kam an irgendeiner Stelle zu dem Punkt, wo er sagt, also wir müssen schon vorsichtig sein, dass das dann nicht wird wie bei den Roten Khmer. Und damit hatte er viele im Publikum abgehängt mit dieser Warnung und auch ein deutliches Signal gegeben, dass wir vielleicht doch noch mal genauer hinschauen und unser Vokabular verfeinern sollten an dieser Stelle. Ich wundere mich darüber, dass, ich sag's jetzt mal, der Dauervorwurf kommt, es ginge irgendwie um vorgestern und irgendwie um die afrikanische Dorfgemeinschaft, die da unterm Baobab ihre Sachen aushandelt. Ich tue das, indem ich begründe, warum ich diese Beispiele gebracht habe. Sie wissen vielleicht, was gerade in Venezuela los ist. Eine Million Prozent Inflation. Da verschwindet das Geld von ganz alleine. Da braucht man gar nicht drüber reden, dass das Geld verschwinden sollte. Sekou Sissola überlebt seit 51 Jahren alle mittelprächtig perversen Regime, die es da gegeben hat, politisch wie ökonomisch, und versorgt 700.000 Menschen. Und zwar nicht nur mit Lebensmitteln, sondern die bringen die Leute unter die Erde, weil sie gemerkt haben, sie können, ach so, das Geräusch war mir bisher fremd, Menschen können ihre Angehörigen nicht mehr in Würde bestatten, weil sie sich das nicht leisten können. Das war der Anfang vor über 51 Jahren. Das letzte Video, was ich von dort bekommen habe, das ist jetzt 3 Wochen alt. Das haben sie in einer Situation gefilmt, wo kein Geld mehr da ist, kein Benzin, kein Strom. Sie wissen das, Sie lesen das vielleicht in der Zeitung. Und Sekou Sissola hat in den letzten 3 Jahren ein Krankenhaus gebaut, ein voll funktionsfähiges Krankenhaus inklusive OP-Saal. Und in einer Situation, wo ein Land sich irgendwie kulturell dafür entschieden hat, weil das in der privaten Wirtschaft auch etwas mehr Geld bringt, dass wir insgesamt bei 93% Kaiserschnitten sind, zu sagen, bei 93%, wir müssen es schaffen, sozusagen wieder ein lebendiges Gebären in die Welt zu bringen, wieder Menschenwürde ganz am Anfang sozusagen des Lebens zu gewähren. Deswegen habe ich gesagt, Sekou Sissola ist ein Projekt, was aber tausende Menschen versorgt und ihnen alle Dienstleistungen sozusagen anbietet, beziehungsweise alle Bedürfnisse befriedigt, die menschenwürdiges Leben wirklich ausmacht. Wenn Sie mich überhaupt fragen, ob es hier um sowas wie ein Wirtschaftsmodell geht, dann würde ich sagen, an dieser Stelle ja. Ansonsten würde ich auch den Begriff des Modells ablehnen. Und da komme ich dann vielleicht gleich nochmal drauf. Was hat das jetzt mit diesem politischen, die Frage war die nach einem politischen Programm. Matthias Greffrath hat mich mal gefragt, auch vor vielen Jahren, was haben Sie da eigentlich vor mit dieser Gemeingüterdiskussion? Also so. Und inzwischen würde ich die Frage so beantworten. Wir versuchen tatsächlich, beruhend auf existierenden Erfahrungen von Sekou Sissola, von dieser Park Slope Food Corp im Herzen des Kapitalismus mitten, sozusagen 3 Kilometer von Manhattan sind die, mit 17.000 Mitgliedern. Und die sorgen dafür, dass die komplette Versorgung, nicht nur mit Lebensmitteln, sondern mit Medikamenten, über diesen dem Markt entzogenen Supermarkt läuft. Das kann man alles niedlich finden, aber klein ist es nicht mehr. Wenn ich also jetzt die Frage
beantworten würde, was wollen wir damit? Wir wollen im Grunde die drei großen politischen Denktraditionen. Wir wollen noch mal versuchen, ob wir Praktiken in der Welt finden, in der die alle zusammen gedacht werden. Und damit komme ich gleich auf die Frage des Eigentums und bin bei Hartmut Rosa. Kann man diese Idee der Freiheit, diese Idee der Fairness, der Gerechtigkeit und diese Idee der Nachhaltigkeit, der Verteidigung des Lebens um des Lebens Willens, dem einen Eigenwert zukommt, kann man die zusammendenken und sie nicht gegeneinander ausspielen, wie das ja in parteiprogrammatisch in der Regel passiert, wo dann sozusagen die Parteien diese Ansätze doch voneinander trennen, um sich voneinander zu unterscheiden. Das ist das politische Programm. Können wir eine Gesellschaft denken, in der Freiheit, Fairness und Lebendigkeit, Nachhaltigkeit zusammengehen? Wenn ich überhaupt einen Anspruch formulieren würde, dann würde ich den formulieren. Und dann haben wir uns das angeguckt. Da würden Sie jetzt sagen, steht schon im Grünen Parteiprogramm. Gar nicht. Und dann haben wir uns das angeguckt und haben festgestellt, wir jetzt sozusagen als Commoners, David und ich, die ganz viele Sammelbände gemacht haben, oh, wir müssen uns auch von liebgewordenen Begriffen verabschieden. Also wir stellen uns jetzt dahin, machen uns verwundbar und sagen, vielleicht müssen wir nochmal über was anderes nachdenken als Gemeineigentum. Denn ich würde die Frage mit, muss das eigentlich individueller Besitz sein? Ich würde die inzwischen mit Ja beantworten. Sozusagen ein beziehungshaftes Haben, also eine Art des Habens, die Beziehung pflegt, in der jegliche Form von Eigentum und Besitz, von Verfügung über etwas, berührt wird. Das ist die Beziehung zu mir selbst, das ist die Beziehung zu anderen Menschen, das ist die Beziehung zur Gesellschaft, zu natürlichen Ressourcen und so weiter. Wir haben 6 dieser Beziehungen identifiziert. Wenn wir das in Rechtsformen übersetzen, dann kommen Sie auf die skurrilsten Dinge. Also wir sind auf die Idee gekommen, indem wir die Art, wie seit 300 Jahren in Japan die teuersten Pilze der Welt geerntet werden, die Matsutake-Pilze, die haben wir neben die Art gestellt, wie im Internet ein Federated Wiki aufgebaut wird, die nächste Generation des Wikis, das ja irgendwie auch ziemlich solide und gar nicht klein ist, auf dem nämlich die Wikipedia beruht und alt ist es übrigens auch nicht, jedenfalls kommt es nicht aus dem Mittelalter, und mit dem Mietshäuser-Syndikat und die Eigentumsform bei Park Slope Food Corp. Und wir sind über dieses Angucken dieser Beispiele darauf gekommen, was die alle machen, die verbinden, also der Trick liegt sozusagen in dem Und. Der Trick liegt in der kongenialen Verbindung, da komme ich jetzt doch nochmal aufs Mittelalter, was ja schon in jedem Kloster klar ist. Der Mönch muss seine Tür hinter sich zumachen können. Und dieser Schutzraum für das Individuelle sozusagen macht die gute Qualität des Gemeinbesitzes überhaupt erst möglich. Das ist vielleicht so eine Grundidee. Und aus dieser Grundidee werden wir in dem Buch sehen, wir haben dann das Und oft tatsächlich sozusagen nur als Zeichen benutzt, um zu sagen, das hat Signalwirkung. Schaffen wir das aus den Relationen, das ernst zu nehmen und nicht zu sagen, wir gucken uns jetzt die beiden Pole an, sondern wie ich das in meinem Vortrag formuliert habe, wir gestalten die Beziehung durch die Institutionen, durch die Beziehung hindurch und aus der Beziehung heraus. Und der Prüfstein am Ende wird immer die Beziehungsqualität sein. Und eben nicht nur, habe ich genug meins, ist meine Zelle im Kloster groß genug, ja? Muss das Auto jetzt wirklich meins sein oder können wir das in einer anderen Form teilen oder nicht? Und auf diese Weise haben sich uns die Begriffe aufgelöst. Ich will, um nicht zu lang zu werden, jetzt doch nicht mehr detailliert auf Hartmut Rosa antworten, aber nochmal einen Begriff nennen, der sich für uns aufgelöst hat. Und der ist der des Teilens. Und zwar hat er sich in 2 Richtungen aufgelöst. Das eine ist zu sagen, was die Commons-Debatte so stark macht, ist ja einerseits, dass sie stark auf diese Eigentumsfrage referiert. Ja, und da echt was anzubieten hat. Und andererseits, dass die Commoners seit jeher alles, was wir sozusagen zur Verfügung haben, um irgendwas Cooles in die Welt zu bringen, Bedürfnisse zu befriedigen, gut zu leben und so weiter, im Blick hat. Also sich nicht auf nur das Wasser, nur den Wald, nur die natürlichen Ressourcen oder nur das Digitale, nur das Wissen und so weiter konzentriert, sondern wirklich auf alles. Und wenn wir dieses alles angucken und diese ganz banale Sache feststellen, wenn ich das Wasser austrinke, ist es weniger, wenn ich das Wissen teile, ist es mehr, ja, da muss man irgendwie sagen, das mit dem Wort teilen ist irgendwie falsch. Wenn wir Wissen teilen, heißt es, wir geben Wissen weiter. Da wird nichts geteilt, da wird nichts aufgeteilt, da wird nichts gespalten. Wir müssen genau mit den Worten sein. Und wenn wir
Wasser teilen, dann kriegt halt ich jetzt nur noch die Hälfte und dann muss Herr Rosa sehen, was für ihn noch übrig ist. Und dazu sagen, das sind unterschiedliche sozusagen, das funktioniert. Ich finde das gut mit dem Funktionieren. Was funktioniert eigentlich? Wie? Wir haben geguckt, wie funktioniert das eigentlich? Und wenn das unterschiedlich funktioniert, wenn Wasser unterschiedlich funktioniert als Wissen, sage ich jetzt mal, dann ist es doch absurd, dass wir die gleichen Institutionen nehmen und da oben drauflegen und sagen, oh, wir erfinden jetzt das intellektuelle Eigentum. Und sperren Dinge aus und machen Dinge unmöglich, die wir überhaupt nicht aussperren müssen, weil es überhaupt keine Not damit gibt. Das Wissen wird nicht weniger. Die Diskussion ums intellektuelle Eigentum ist eine Diskussion um Geld. Und genau da sollten wir sie auch führen und nicht über Eigentumsrechte sozusagen erstmal wegsperren und kriminalisieren. Also genau hingucken, neue Begriffe finden und auch beim Eigentum. Jetzt würde ich, gerne Robert Habeck die Gelegenheit geben, die Sache mit dem Mittelalter kurz zu klären. Aber ich würde gerne noch was draufsetzen. In dem Programm, dem Zwischenbericht, den die Grünen aufgesetzt haben, eine parteipolitische Frage muss erlaubt sein an den Parteivorsitzenden, ist davon die Rede, dass Teilen das neue Haben sei. Und dann kommen auf dieser, in diesem Bericht von etwa 50 Seiten stattliche 10 Zeilen zum Thema Teilen als das neue Haben. Und da steht der Satz, wir wollen eine Politik, die solche Solidarität zumindest nicht erschwert oder verhindert. Ganz schön defensiv, oder? Wie ist das mit dem Mittelalter? Ist das vorne oder hinten? Entspricht, glaube ich, den 5 Zeilen, die wir eben da gesehen haben, als Forderung an die Institution. Also 10 Zeilen ist mehr, als die Kultur bekommen hat, die Gesundheit, die Pflege. Also insofern ist das schon, ne, ich will jetzt nicht zu tief reingehen, aber sozusagen die erzählerische Logik dieses Programms war, von den veränderten Voraussetzungen auszugehen. Und dann stimmt es, das gebe ich jetzt zu, dass wir nicht eine Commons-Gesellschaft entworfen haben. Das ist auch, habe ich jetzt versucht zu umkreisen, und zwar nicht als ökonomische Frage, sondern als, ja, Sie haben es ontologische Frage gesagt, ich würde es als soziologische Frage vielleicht benennen. Wie organisiert sich nachher Macht bei diesen Commons-Gesellschaften? Mhm. Und man kann natürlich sagen, und das können Sie vor allem sagen, wenn Sie sagen, wir haben das Wesen des Menschen erforscht und der Mensch will gar nicht besitzen, der will ja in Beziehung sein, der will sozusagen gut sein, wie in den frühen christlichen Gemeinschaften mitgedacht. Ich will da keine Ironie reinbringen, sondern, aber es klang ja ein bisschen so. Und dann kam der böse Kapitalismus und die Globalisierung und Donald Trump und hat alles kaputt gemacht. So kann man natürlich erzählen, aber dann sind wir bei dem Schwarz-Weiß-Bild, das Sie ja selber kritisiert haben. Den Kapitalismus hat ja nicht ein Staat gemacht, der hat ihn natürlich dann zugespitzt, organisiert und zugespitzt, sondern Menschen. Zuerst kamen Menschen, die, und mein bescheidenes Wissen oder meine Erklärung ist, dass mit dem Auseinanderbrechen oder mit dem Eintritt in die Moderne von festgefügten Gesellschaftsnormen, also wo man sich nicht gefragt hat, wer bin ich? Die Frage war völlig sinnlos im Mittelalter, wer bin ich, sondern was kannst du für deine Gemeinschaft tun? Aber als man dann auf einmal seinen Beruf auswählen konnte, in die Städte ziehen konnte, nicht heiraten musste, wen Fürst oder Familien für einen vorgesehen haben, dann wurde es auf einmal relevant zu fragen, wer bin ich eigentlich? Die Frage war ja neu und die treibt uns heute alle um und ehrlicherweise, und das habe ich ja auch gesagt, deswegen ist das gar keine Gegenrede gewesen, heute jedenfalls ahnbar anders als vor 20, 30 Jahren. Ich würde sagen, das Commons-Buch wäre vor 30 Jahren auch wenig interessant gewesen. Oder vor 30 Jahren vielleicht schon, aber vor 60 Jahren. Das hätte niemanden interessiert, was Commons sein könnten, befürchte ich, sondern alle hätten gedacht, wie kann ich mein Haus abbezahlen? Warum habe ich nur einen VW-Käfer oder überhaupt keinen VW-Käfer? Alle anderen haben schon einen VW-Käfer. Also da bricht sich ja etwas um in der Gesellschaft. Aber meine Frage ist noch immer, und deswegen ist das beim grünen Wahlprogramm oder beim grünen Grundsatzprogramm so spartanisch beantwortet, wie organisieren wir dann die Schritte dahin? Und es ist okay zu sagen, das müsst ihr gar nicht machen, haltet euch nur am besten raus. Die Antwort haben wir gegeben, das machen wir schon selbst. Wenn aber eine politische Partei die Commons-Gesellschaft organisieren soll, dann muss sie entweder, so verstehe ich das, und das habe ich am Anfang versucht zu formulieren, quasi sich verabschieden von Vermachtungsstrukturen, die wir im Moment haben, also irgendwie Richtung Entstaatlichung, Anarchie gehen. Da
den Punkt habe ich eben zu sagen, und da fehlt mir sozusagen die Gutgläubigkeit zu sagen, ach, das wird schon super sein. Ja, wenn wir die Staaten auflösen, die Marktwirtschaft beseitigen, dann findet sich die befreite, irgendwie sich liebende Gesellschaft. Das bezweifle ich. Oder sie muss, und deswegen ist es erstmal nur als Fenster oder so aufgestoßen, sich an den Machtstrukturen abarbeiten. Und das da wieder finden Sie dann nicht 10 Zeilen, sondern eben die anderen 50 Seiten, die versuchen, innerhalb der Machtgefüge, die wir haben, von Börsen, von Wirtschaftsformen, von Besteuerungsformen, von Staatsformen, von globalen Kapitalströmen und so weiter, Veränderungen herbeizuführen. Die gehen dann schon in die Richtung, also Divestment ist vielleicht das Beispiel, das am ehesten anzufügen ist. Das Geld fließt eben nicht mehr in die ökologisch schädlichen Anlageformen, sondern in alle möglichen anderen, aber bleiben in der Tat zugegebenermaßen bei den Kontroll- und Steuermechanismen, die wir im Moment kennen. Und das ist aber genau meine Frage. Ich gehe ja gerne hier klüger raus. Nur da stehen wir. Verstanden, was ich versuchte zu sagen? Genau. Ich würde das gerne, das, was jetzt in Vermachtung doch negativ klingt, versuchen, mit einem anderen Klang nochmal an Silke Helfrich weiterzureichen. Nach meinem Verständnis gehören zu den großen Schritten, die in den letzten Jahrzehnten erfolgt sind, 3 Schritte, die nur mit wenig Polemik ohne einen funktionierenden Staat nicht zu denken gewesen wären. Und dieser Staat ist dann nicht einfach nur vermachtet, sondern ein Akteur. Ich meine damit den Staat in der parlamentarischen Demokratie, der in der Lage ist, das Erneuerbare Energiengesetz zu verabschieden, der in der Lage ist, die aus der Kernkraft auszusteigen und der in der Lage ist, die Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe zu stellen. Ich kann mir keine Commons-Gesellschaft vorstellen, die diese Schritte gegangen wäre. Und das verstehe ich keineswegs einfach nur als Ergebnisse der Vermachtung, sondern als ein Sachverhalt, der damit zu tun hat, dass der moderne Staat als Akteur befriedungsfähig ist, eine Fürsorgeaufgabe und Pflicht hat, die er wahrnehmen kann und will. Wahrscheinlich zu schlecht, aber ich sitze ja nicht hier, um das zu bewerten, aber ich wüsste gerne, wie Sie auf diesen Staat schauen. Also vielleicht habe ich nicht genau genug zugehört, aber ich hatte jetzt bei beiden, bei der Frage und auch bei der Replik, so das Gefühl, dass Sie sagen, oh, die Silke Helfrich will den Staat abschaffen. Und dann kommt die Anarchie. Steht nicht im Buch, habe ich auch nicht gesagt. Mhm. Aber ich kann sagen, ja. Ist aber der Frage wert. Ja, nicht nur das, sowieso. Aber ich kann auch sagen, es gibt in dieser Commons-Diskussion, insbesondere in Deutschland, eine sehr, sehr, sehr kritische Staatsdebatte. Und ich habe mir natürlich lange überlegen müssen, wie ich mich dazu beziehe. Da kann ich auch nochmal meine Biografie bemühen und sagen, naja, also, ja, wer sich auf Markt und Staat verlässt, ist auch ganz schnell von Markt und Staat verlassen. Mhm. Das habe ich in der DDR so erlebt, das habe ich in Kuba so erlebt, das war in El Salvador nicht anders und in Mexiko, das wissen Sie ja vielleicht selbst, werden 60% des Territoriums auch nicht vom Staat kontrolliert. Wir haben die Frage gedreht, nämlich nicht sozusagen, was wollen wir abschaffen, was wollen wir nicht mehr haben, sondern was wollen wir haben? Und wie sozusagen können wir uns tatsächlich wie können wir uns darauf konzentrieren, zu gucken, wo wird denn dieses Versprechen der Verbindung von Freiheit, Fairness und Lebendigkeit eingelöst und wie wird da dann tatsächlich die Frage gestellt, mit Macht umgegangen, beziehungsweise Machtkonzentration verhindert, wie werden Entscheidungen getroffen und so weiter. Und wenn ich mir das dann angucke, kommt ein kritischer Befund raus für die liberale Demokratie, die ich verstehe, warum die verteidigt wird. Ich muss aber auch sagen, ich bin Internationalistin und auch schon immer gewesen. Und es fällt mir schwer, in Berlin zu sitzen mit einem Commons-Ansatz und zu sagen, ja, aber wir hier in Deutschland müssen unseren Nationalstaat verteidigen, dass der Griechenland über den Tisch zieht, ist dann eine andere Frage. Weil wir das Erneuerbare Energiengesetz durchkriegen und irgendwie aber mit dem Klima, das kriegen wir auch nicht gebacken. Das kann man alles machen. Ich finde auch, dass wir auf unterschiedlichen Feldern da kämpfen sollten und zueinander kommen. Der kritische Befund, der aber rauskommt, ist, wenn ich mir angucke, welche Entscheidungslogik und welches Politikverständnis sich insbesondere in den modernen Nationalstaat eingeschlichen hat. Das heißt, wir machen eine Kritik am modernen Nationalstaat, der auch noch eine anthropologische, ethnologische Kategorie eingemeindet und die ist nämlich dann das Volk und tut immer so, als sei da ein Volk. Dabei sind es ganz viele.
Und das ist ein klassisches Commons-Problem, das ein moderner Nationalstaat meiner Ansicht nach nicht gelöst hat. Und er beruht auf Entscheidungsprinzipien, von denen wir von vornherein akzeptieren, erstens, zwei Dinge. Erstens, wenn du betroffen bist von einer Entscheidung, ist es eigentlich okay, weil du ganz, ganz, ganz weit weg bist von dem Ort, an dem diese Entscheidung getroffen wird. Es sind extrem viele Vermittlungsschritte, die dann in dieser repräsentativen Demokratie ziehen und am Ende immer als demokratisch legitimiert werden. Damit habe ich ein Problem, damit haben viele Leute ein Problem. Der zweite Punkt ist, es beruht auf einem Mehrheitsprinzip, was von vornherein akzeptiert, wenn halt 49,9% unterliegen, dann ist das eben auch okay, weil es kann ja sein, dass sie das nächste Mal gewinnen. Wir sagen, gemeinstimmig entscheiden geht anders. Und das heißt nicht einstimmig entscheiden. Hartmut Rosa hat das Mikrofon eben schon gezückt. Ich würde nämlich sonst, geht's von alleine? Sonst habe ich nämlich, ich dachte, du wolltest dich dazu einschalten. Gerade. Also ich wollte mich eigentlich einschalten zu der vorherigen Frage mit der Anerkennungsordnung. Ja, dann lassen wir die noch mal eine kleine Sekunde warten. Ja, mir scheint das wirklich ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Übrigens, ich glaube, da an dem Punkt haben wir, glaube ich, keinen Unterschied. Das war eher ein Missverständnis. Ich denke sogar bei allen dreien. Oder ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau, wie Commons denken. Ich will Ontologie gerade soziologisch denken und nicht metaphysisch oder religiös oder sonst wie. Die Idee ist ja sozusagen... Bei Ihnen habe ich das auch verstanden. So, ja, aber ja. Das, wir auch. Aber das Referat war schon sehr, wir wollen eigentlich was anderes. Wer ist dieses Wir und was wollen wir eigentlich und wer sagt das eigentlich? Und wo kommt das überhaupt her? Kann ich dann den Soziologen direkt... Darf ich? Ja, na gut. Den Soziologen direkt fragen, warum eigentlich das individuelle Eigentum, von dem die Rede war, erkennbar mehr wertgeschätzt wird, wenn doch das Versprechen der Freiheit genauso im öffentlichen Eigentum liegen kann, wie im kollektiven, wie im Gemeineigentum. Wie erklärt das ein Soziologe, der die Moderne im Blick hat? Also ehrlich gesagt ist das für mich eine teiloffene Frage, das habe ich ja auch formuliert. Ich bin mir nicht ganz sicher sozusagen, inwiefern, und da waren wir uns ja an dem Punkt ja sogar fast einig, individuelle Verfügung über Dinge möglicherweise sehr wichtig sind. Also da kann sozusagen ein Grundkern liegen. Aber, und an der Stelle würde ich gerne sozusagen Robert Habeck auch widersprechen, also das kommt vielleicht daher, dass sie dann zu wenig ontologisch denken und einfach davon ausgehen, wie funktionieren die Dinge jetzt, weil ich stimme zu. An der Art und Weise, wie, also kapitalistische Verteilung, und übrigens, ich stimme auch zu, einfach der Kapitalismus zu bashen ist ziemlich blöd, weil der ganz schön viel Dynamik und Kraft und Fortschritt und sowas entfaltet hat. Ich finde, das muss man einfach erstmal zur Kenntnis nehmen. Aber die Frage ist, was er noch tut, und ich würde zustimmen, er bestimmt Anerkennungsordnung und ich würde noch mehr sagen, er gibt den Sinn für Selbstwirksamkeit und da hängt, glaube ich, dieses Privateigentumssinn drin, nämlich in doppelter Hinsicht. Also erstens, wenn ich viel Geld verdiene, ist das Zeichen, dass ich wirksam bin, ja, dass ich in diese Welt sozusagen hineinwirke und damit auch einen Platz habe. Deshalb ist Einkommen irgendwie so wichtig. Der Lohn, den ich kriege, der zeigt mir sozusagen, dass ich wirksam, dass das, was ich tue, eine Spur hinterlässt, dass ich verbunden bin mit dem Ganzen und einen Platz habe entsprechend. Aber genau das funktioniert ziemlich schlecht. Also wenn 8 Männer, weil es in dem Fall wirklich Männer, genauso viel besitzen wie 50% der ärmeren Weltbevölkerung, dann habe ich da ein riesiges Problem mit dieser Art von Anerkennungs- und Verteilungsordnung. Und da kann ich dann nicht nur noch ein bisschen ändern. Also da muss ich wirklich an die Funktionsprinzipien gehen. Aber ich glaube, das Problem ist noch schlimmer. Weil es ist noch was anderes. Auf der Konsumseite, das Geld, was ich habe, bestimmt meine Weltreichweite. So habe ich das soziologisch versucht zu erklären. Wenn ich ein hohes Einkommen habe, wenn ich ein hohes Vermögen habe, dann kann ich dann gibt mir das Wirksamkeit über die Welt. Ich kann nach Rio fahren, ich kann mir ein Helikopter-Skiing leisten, ich kann mir die teuerste Wohnung in Berlin leisten, von der ich immer lese, dass sie sehr teuer sind. Es gibt mir also Selbstwirksamkeit in diesem Sinne. Aber das ist eben, ich beschreibe das als stumme Weltbeziehung, weil also ich würde, und da will ich schon nachfragen, weil mir scheint, diese Gesellschaft, obwohl es angeblich so gut funktioniert mit dieser Anerkennung und der Selbstwirksamkeit, von wachsendem Aggressionspotenzial geleitet. Wenn man sich die politische Diskussion in den USA anschaut, dann sieht man es am allerdeutlichsten. Die Republikaner würden die Demokraten am liebsten ausmerzen, ja, lock, hör ab, ist sozusagen der Spruch. Und die Liberalen würden den Trump am liebsten erschießen, samt denen, die dazugehören. Und so habe ich das Gefühl, wird die, also Wut und Aggression nehmen massiv zu, obwohl unsere Selbstwirksamkeit eigentlich ziemlich groß sein müsste, nach dem, was wir uns ökonomisch leisten können.
Deshalb glaube ich, und ich weiß nicht, ob ich das, jetzt weiß ich nicht, an welcher Stelle von Ontologie man da sagen muss, was ich glaube, ist, dass es ein Missverständnis, ein institutionell geprägtes Missverständnis von Selbstwirksamkeitserwartung ist, dass ich nämlich, weil es gibt diese, und ich glaube, darauf will Silke Helfrich und Bollier auch hinaus, es gibt eine andere Form der Selbstwirksamkeitserfahrung, dass wir gemeinsam etwas gelingen lassen. Das ist eine ganz andere Form der Befriedigung, die folgt nicht dieser Quantifizierungslogik. Jetzt hat der aber mehr als ich oder jetzt brauche ich mehr als du oder so. Sondern das ist eine andere Form der Selbstwirksamkeit, nicht des Durchsetzens und der Quantifizierung, sondern des gemeinsamen Gelingens. Und ich glaube, weil wir das immer verfehlen, weil wir Selbstwirksamkeit quantifizierend als Einkommen oder Ausgabe verstehen, verfangen wir uns in Hamsterrädern, die doch auch ökologisch desaströse Konsequenzen haben. Also ich bin ja wirklich, also ich hoffe ja, dass da der zukünftige Bundeskanzler sitzt, aber ehrlich gesagt kann der mir dann nicht sagen, okay, das sollte man vielleicht nicht sagen. Aber der kann mir dann nicht sagen, dass mit ein bisschen Green New Deal oder Divestment oder so die ökologischen Probleme gelöst werden. Ich meine, solange wir in diesem, also wirklich, also an der Stelle kann ich gerne leidenschaftlich werden. Ich meine, nach 50 Jahren Club of Rome lassen wir jedes Jahr mehr Autos in Deutschland zu. Ja, jetzt gerade dummerweise geht es zurück und das finden wir eine Katastrophe. Aber wenn man den Export anguckt, ja, so ist es doch. Ich komme aus Baden-Württemberg, wir haben einen grünen Ministerpräsidenten, das finde ich super. Aber Baden-Württemberg ist ein super Auto. Und ich meine noch nicht mal, ich weiß nicht, ob Besteuerung des Flugbenzins jetzt endlich eine Forderung ist. Ich meine, über Fridays for Futures kommt das vielleicht. Aber ich meine, da sieht man, es stimmt etwas in der Grundlogik nicht. Da kann man sagen, was man will. Und es ist nicht zu lösen, indem wir da ein bisschen für bessere Investmentstrategien oder so machen. Und an diese Grundlogik, deshalb bestehen wir, glaube ich, beide auf dieser ontologischen Frage sozusagen. Wie sind wir grundsätzlich auf Welt bezogen? Und da brauchen wir andere Institutionen. Mhm. Gleich. Mhm. Da würde ich gerne noch eins draufsetzen, 50 Jahre Club of Rome. Und die Grünen sagen immer noch, Wachstum vom Ressourcenverbrauch entkoppeln im Rahmen einer ökologischen, sozialen Marktwirtschaft. Das ist erkennbar im Rahmen der liberalen Demokratie ein Projekt, das zu dem führt, was Hartmut Rosa kurz umrissen hat, nämlich maximierte Ressourcenverbräuche und die Einhegung hat nicht geklappt. Aber weiter so? Hat nicht geklappt, zugegebenermaßen. Der Club of Rome hat allerdings in seiner jüngsten Studie als einer von 20 Vorschlägen gesagt, keine Familie hat mehr als ein Kind. Und wenn doch, wird es zumindest hoch besteuert. Also Kinderreichtum wird besteuert, wenn nicht verboten. Gut, kann man auch zur Kenntnis nehmen, dass dann sozusagen das Wachstum natürlich oder der Verbrauch zurückgeht, weil wir weniger Menschen sind. Das wäre dann ja sozusagen die Konsequenz auf der anderen Seite. Aber was für ein Eingriff in Freiheitsrechte und in individuelles Glück. Und das muss man sich eben auch klar machen, wohin die andere Argumentation führen kann. Und das war... Bitte? Also ich sehe nicht, dass meine Argumentation dahin führen würde. Naja, ich wollte, wenn ich kurz nicht in die ökonomische Diskussion einsteige, also haben wir die Möglichkeiten, die Ressourcen, kann Technik ein Fortschritt sein und so weiter. Das war ja, ich finde, das war das Großartige an Ihrem Vortrag am Anfang, dass wir nicht gleich über Zahlen und Postwachstumsökonomie und welche so geredet haben, sondern eher, dass wir auf einer ganz grundlegenden Ebene geblieben sind. Da würde ich noch ganz kurz gerne bleiben, weil ich kann nur sozusagen meine Frage vom Anfang nochmal wiederholen, diesmal allerdings stärker verdachtbasiert. Ich habe null Widerspruch, wenn wir Commons-Ökonomien an jeder Form stärken müssen. Dass wir Open-Source-Technologien in der öffentlichen Verwaltung einsetzen, dass wir gar keine, wir die Parteien oder auch die staatlichen Institutionen, gar keine Strukturen mehr schaffen sollten, wo wir dann auch noch Lizenzgelder an Microsoft oder Apple oder weiß der Geier was ausgeben würden, alles richtig. Dass wir gemeinschaftliche Formen von Landwirtschaft schaffen sollten, voll dabei. Dass wir Share Mobility organisieren sollten, wo Leute ihr Auto zur Verfügung stellen, dass wir Kleiderbörsen und das mache ich alles mit, finde ich genau richtig. Und es sind die Formen, die eigentlich, was heißt wir organisieren, ich bin ja nur so ein kleiner grüner Heini, aber die staatlich unterstützt, genau wie gefordert. Ich unterschreibe den Forderungskatalog sofort hier und finde es genau korrekt. Meine Frage war nicht die, sondern da bin ich voll bei der Commons-Theorie dabei, sondern meine Frage war die, und das haben Sie dann ja in großer Leidenschaft aufgegriffen, wie organisiert sich dann eine Ordnung, wenn es darüber hinausgeht? Ja, Wikipedia ist eine Open-Source-Technologie, aber die Computer oder die Handys, auf denen wir Wikipedia abrufen, die haben wir erstmal alle gekauft. Und wenn man das jetzt ganz radikal macht,
gibt es die dann eben auch nicht mehr? Also wenn ich mir vorstelle, eine nicht-kapitalistische, nicht-marktwirtschaftliche Gesellschaftsordnung. Und die ist denkbar, aber dann sind eben diese Anerkennungs- und das meinte ich nur mit Machtfragen, müssen dann beantwortet werden. Und deswegen habe ich dann sozusagen so grundsätzlich angesetzt, ich teile nicht den Optimismus, dass dann in einer freien, sich zugewandten Gesellschaft immer nur das Argument, wie Habermas gesagt hat, das zwanglose bessere Argument durchsetzt, sondern ich glaube schon, und da wird es dann auch sehr politisch, dass die moderne Gesellschaft bei all ihren Fehlern, bei all ihren ökologischen Krisen, bei all ihren nicht organisierten oder noch zu lernenden Teilhabeformen ein Freiheitsfortschritt ist. Und ich teile nicht die Annahme, dass eine herrschaftslose Gesellschaft dazu führt, dass alle Menschen gleichermaßen teilhaben, sondern das kann man erleben, wenn man eine Bürgerinitiative gründet, vielleicht haben Sie die Erfahrung gemacht, das ist demografisch klar überschlägig, nämlich eher, sagen wir mal, ab 65, wenn man Glück hat, 55, es ist geschlechtlich nicht gleich, sondern das machen die Herren der Schöpfung unter sich aus, und es ist soziologisch nicht gleich, sondern das machen halt die Studienräte und ehemalige Bundeswehroffiziere, die führen da das große Wort. Und das heißt, staatliche Regeln sichern eben auch Teilhabe, die nicht nur bei 49% halt macht, sondern die eben auch Minderheitenrechte, Beteiligungsformen und so weiter organisiert. Und das kann man trennen, weitestgehend oder in vielen Teilen von Auswüchsen des Kapitalismus. Aber wenn die Commons als Rückkehr zu einer Urgemeinschaftsform gedacht sind, und teilweise las ich das ja so, und Sie haben es ja eben ein Stück weit auch anklingen lassen, dann bin ich skeptisch. Also dann bleibe ich lieber jetzt als Politiker im aktiven Doing bei dem Aufstoßen von Fenstern, um mal zu gucken, was geht, als zu sagen, wenn wir die Chance haben, dann zerschlagen wir das liberale politische System, weil wir dann die Chance haben, wieder befreit miteinander umzugehen. Das teile ich ausdrücklich nicht. Und das finde ich, diesen Gedanken, der dahinter steht, zu sagen, es gibt so eine Art Urgesellschaft, stößt, wenn ich jetzt statt Urgesellschaft Urvolkswillen sage, ganz schnell in dunkle Gefilde vor. Und da möchte ich nicht einkehren. Deswegen bleibe ich bei dem Fluch der Moderne, weiter an den besseren Regeln, aber einer geregelten Gesellschaft zu arbeiten. Willst du? Also es gibt ein Satz. Es gibt offenbar tatsächlich nicht nur Sie, sondern mehr Leute im Saal, die irgendwie gehört haben, dass wir zurückkehren wollen zur Urgemeinschaftsform. Nee, nicht ganz, Sicke Helfrich. Das würde ich gerne geklärt wissen. Jetzt sind Sie dran. Nein. Achso. Los. Also ich glaube, der Punkt kam jetzt daher, dass da tatsächlich stand, also am Anfang hatten Sie, glaube ich, gesagt und auch geschrieben, dass der Liberalismus irgendwie ein Problem sei, Teil des Problems. Dass wir nicht in der Sprache, das bezog sich auf die Nutzung von Sprache, dass wir nicht in der Sprache der Bürokratie, des kapitalistischen Marktes und der liberalen Demokratie angemessen beschreiben können, was wir da alles sehen. Das war also. Ich würde dann, also mindestens Robert Habeck in dem Punkt zustimmen. Wir brauchen, glaube ich, also, aber deshalb wollte ich ja den Staat als Commons verstehen. Das glaube ich übrigens wirklich. Die Demokratie muss eine Resonanzsphäre sein, in der wir uns das Gemeinwesen, es geht nicht ohne den Gemeinwesensbegriff, ja, und ob man den jetzt Staat nennt oder nicht, weiß ich nicht, aber in der sozusagen, der in eine Art von Resonanzverhältnis gebracht wird, in dem man auch Regeln bestimmt des Zusammenlebens. Also das glaube ich ehrlich gesagt auch, aber vielleicht haben wir da gar keinen Widerspruch. Aber ich bin gerade besessen von der Sache mit der Anerkennung. Ja, ist es denn nicht so, dass gerade, ich meine, also wirklich, Herr Habeck, also ich verstehe das Problem, also wir haben es viel leichter an der Uni, ja, wir können ständig kritisieren und alles Mögliche sagen, was schiefläuft, Sie müssen es irgendwie umsetzen, das ist wirklich so. Aber lassen Sie uns gemeinsam darüber nachdenken. Ich nehme wahr, dass die Leute sich gerade nicht mehr angemessen anerkannt fühlen. Ich meine, das treibt doch... Ja, genau, aber das ist doch genau mein Punkt. Nein, das ist nicht Ihr Punkt. Sie sagen immer, der Kapitalismus hat die richtige Form der Anerkennung und die Commons schaffen das nicht. Ja, und jetzt ist der zunehmende Populismus und der zunehmende Nationalismus, jedenfalls bisher zunehmende Nationalismus, aber eben auch das Suchen nach neuen Verrechtlichungen, also diverse Lebensformen, drittes Geschlecht, Menschen aus anderen Kulturen, die nicht mehr als Menschen aus anderen Kulturen begriffen werden wollen, sondern die inklusive Gesellschaft ist eine Suche nach Anerkennung. Und zwar auf der einen Seite eine Ausdifferenzierung der Gesellschaft, die nicht mehr in Klassen und
größeren Milieus ist, sondern sich ausdifferenziert in lauter individuelle Lebensstile und diejenigen, die genau darunter leiden, die quasi wie in Reaktion darauf sich wieder eine größere Anerkennung suchen, nämlich über Volk oder Nation. Ja. Aber das heißt in der Tat, deswegen streiten wir darüber, dass die klassische, nur kapitalistische Form, ich habe mir mein VW Käfer, wie gesagt vorhin, die stößt an eine Grenze. Ja. Die sucht sich einen neuen Raum und also deswegen ist zum dritten Mal, deswegen ist die Diskussion ja relevant und richtig und wichtig, nur wie habe ich gesagt, ich glaube, dass es ohne eine spezifische Form des individuellen Lebens entweder völkisch oder jedenfalls gemeinschaftlich wirkt, was mir irgendwie auch nicht behagt. Also dann, du bist derjenige, der für deine Gesellschaft, für deine Gemeinschaft entweder ganz klein gedacht oder ganz groß gedacht besonders viel gibt. Das kann in schräge Fahrwasser kommen. Ja, oder angeblich hoch individualisiert ist, wo dann aber auch die Regeln wegfallen. Das ist ja die andere Kehrseite der Medaille. Also, aber das ist, glaube ich, der Punkt, an dem die Diskussion sich dreht und auch drehen muss. Also weil wir dann übereinstimmen, der Markt sozusagen, ich würde sagen, die kapitalistische Marktgesellschaft, wie immer Sie sie bezeichnen, plus die gegenwärtige staatliche Verhältnisse schaffen offensichtlich nicht Sie können es Anerkennungsordnung nennen, die Menschen so befriedigt oder ihnen das gibt, was sie suchen. Weil ich nämlich wirklich sagen würde, da ist eine super Unbefriedigung sogar bei denen, die eigentlich viel Geld haben und viel Einkommen. Weil ich glaube, was man wirklich sehen kann, flächendeckend in westlichen Demokratien, ist das Gefühl, dass wir irgendwie betrogen werden. Ja, da kommt dieses Wutbürgertum her. Und da kommt auch ziemlich viel Aggression her. Und da würde ich sagen, das Gefühl ist durchaus berechtigt. Nämlich, wir kriegen vom Leben irgendwie nicht das, was uns versprochen war oder was wir uns selber versprochen haben. Und jetzt ist die Frage, was haben wir uns denn versprochen? Und da glaube ich eben, eine andere Weise der Beziehung zu den Dingen, zu den anderen Menschen, sogar zur eigenen Arbeit. Und das ist genau der Punkt, an dem man ansetzen muss. Und deshalb kann man nicht die weiter so Logik bedienen. Naja, so halb würde ich denken. Also der Feminismus konzentriert sich im Moment auf Equal Pay vor allem. Und viele Frauen, die Equal Pay völlig zu Recht fordern, sagen nicht, ich kann meine Familie nicht ernähren, sondern mein Chef, der männliche Chef, verdient, keine Ahnung was, 3000 Euro mehr als ich. Und das sind ja ehrlicherweise gerade und auch zu Recht Frauen in es ist keine soziale Frage, sondern es ist eine Anerkennungsfrage, die sich noch immer kapitalistisch äußert. Und ich glaube, das liegt daran, dass, also da glaube ich wirklich. Und die Ostquote, jetzt bin ich ja viel in Sachsen unterwegs, was viele Leute in Ostdeutschland auch zu Recht auf die Palme bringt, ist, dass die guten Jobs, also Universitätsprofessoren, sie kommen ja auch aus Baden-Württemberg und arbeiten in Erfurt und Jena. Ja, das finden die nicht fair, dass solche Leute wie Sie die Universitätsstühle besetzen, die Richterstühle besetzen, die Ministerien besetzen und so weiter. Das ist total, und es geht nicht, wenn sie Müllmann in Erfurt, hätten die weit weniger Probleme mit Ihnen. Das heißt, mit Ihnen nicht persönlich, weil Sie ja den Kapitalismus wieder abschaffen wollen wahrscheinlich. Aber was ich sagen will, wir gehen über die realpolitische Debatte hinweg, indem wir sagen, Anerkennung ist nur postmateriell und eine Beziehungsform, sondern in der Regel kämpfen gerade Gruppen, die sich nicht anerkannt fühlen, und das können wir bestimmt auch noch auf den Rust Belt oder den Angry White Men und so weiter übertragen, die in ihren Einkommenssituationen, in ihren Aufstiegsperspektiven sich beeinträchtigt fühlen. Sie kämpfen um kapitalistische Teilhabe. Da würde ich jetzt fast sagen, da hat tatsächlich Politik meiner Ansicht nach auch eine Verantwortung. Und da würde ich jetzt wieder bei Silke Helfrich sein. Das hängt auch an der Sprache, weil es ist eine große Unzufriedenheit da, ja, die bis zur Aggression geht, übrigens auf der einen Seite in Burnout führt oder tendenziell in Burnout, auf der anderen Seite in Wutbürgertum. Und ich glaube, dass die Parteien da eine Chance haben, die sie ergreifen sollten, nämlich das nicht immer übersetzen, da ist irgendwie erstmal ein Unbehagen, ein radikales Unbehagen an unserer Art des in der Weltseins. Und da habe ich jetzt echt das Gefühl, politische Parteien übersetzen das immer in haben wollen. Ja? Du kriegst nicht genug Lohn, du wirst nicht genug anerkannt oder so. Und die Idee, die Silke Helfrich hier auch versucht zu verteidigen, ist es geht um eine andere Form der Beziehung, des in der Welt gestellt sein. Und deshalb ist es schon wichtig, diese Fragen zu stellen. Also solange wir immer denken, es geht nur um Einkommen, glaube ich, werden wir nie aus dieser Zukunft. Also soll ich, ganz kurz, jetzt muss ich einmal eine noch Frage. Das heißt, das nächste Mal, wenn die BAG Frauen der Grünen zu mir kommt und sagt, wir wollen eine Equal Day Kampagne machen, sage ich, Leute, stellt euch mal nicht so an, ihr verdient 4.000 Euro, das muss reichen, aber ich gebe euch ganz viel Teilhaben und meine Liebe ist euch sicher. Das ist doch uncool. Ich meine, die ziehen mir an den Ohren und jagen mich raus. Ich würde gerne Silke Helfrich
nachdem von Sprache die Rede war und immer, immer, immer wieder dieses Wort Beziehung fällt. Ich wüsste gerne, wer eigentlich die Regeln dafür setzt und erkämpft und durchkämpft, was Beziehung sei. Sie beziehen sich auf Tagore in dem Buch. Natürlich positiv auf Tagore, was denn sonst? Tagore hat nämlich gesagt, Beziehung ist die fundamentale Wahrheit der Welt in Erscheinung. Das ist ein Satz, der klingt lange in einem nach. Aber wenn man weiß, dass Tagore eine Beziehung zu einem 10-jährigen Kind hatte, das er geheiratet hat, mit dem er eine Ehe geführt hat, dann wüsste ich gerne, woher kriegen wir in Ihrem Denken die Kriterien, um sagen zu können, wer hat die Macht zu definieren, was eine Beziehung ist? Und wer hält die Regeln ein, die rechtsförmig im Zweifelsfalle am Ende dazu führen, zu sagen, nein, eine Ehe mit einem 10-jährigen Kind ist nicht das, was sich diese Gesellschaft wünscht. Tagore selber übrigens, um ihm jetzt die Ehre zu geben, hat dann ja auch gegen die Kinderehe selber gekämpft. Aber ich wüsste gerne in Ihrem Denken, woher kommt die Macht zu sagen, was eine Beziehung ist und wer ficht das aus, mit wem und gegen wen. Und zwar in jeder Hinsicht. Nicht so, dass in einer Gemeinschaft dann jemand das Recht hat, an dieser Beziehung teilzunehmen und die anderen aber nicht. Woher kommt das Allgemeine in dem, was ausgefochten wird und nicht nur das Partikulare dessen, was in einer freiwilligen Feuerwehr gilt? Wie viel Zeit habe ich? Sie haben jetzt ungestörte und niemand wird Ihnen reinquatschen. 3 Minuten. Und okay. Dann kommt der erste. Super. Na los, schnell. Nee, eben nicht schnell. Weil was ich gerade schon ziemlich gut finde, ist, dass wir schon in einem Ringen sind, in einem Miteinander denken. Also so erlebe ich das jedenfalls gerade. Und das ist auch genau richtig, weil ich das auch sehr richtig finde, zu sagen, den Job, den die Politik heute macht, unter den gegebenen Bedingungen, den möchte ich nicht machen. Das ist ein undankbarer Job, weil das Wort der Realpolitik bringt das sofort aufs Tapet. Dann wird nämlich das, was wir wieder zu rekontextualisieren versuchen, das kommt immer dekontextualisiert daher. Ja, also das heißt dann, da sozusagen, als seien Sachzwänge etwas Gegebenes, als sei das, wie heißt das? Ich vergesse immer dieses Wort, wettbewerbsfähig werden, als sei das irgendwie etwas, was sozusagen in der Welt richtig sei und so zu sein hat, sonst sei die Wirtschaftsweise nicht richtig. Das ist doch auch alles etwas Gemachtes. Und wenn wir das machen könnten, können wir vielleicht auch was anderes machen. Und in diesem Zusammenhang, ich komme von Ihrer Frage weg, aber das müssen wir verzeihen, weil ich habe so viel auf dem Zettel, möchte ich nämlich einfach mal eine Lanze brechen für das Vorgehen, das wir gewählt haben. Was wir ja gesagt haben ist, hier liegt immer so die Prämisse drin, das funktioniert am Abendbrotstisch und dann habe ich dieses Beispiel der Freiwilligen Feuerwehr gebracht, das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Warum habe ich es gebracht? Weil das ein wunderbares Beispiel dafür ist, dass Commons öffentliche Partnerschaften funktionieren können. Da würde der Markt komplett versagen und bezahlen könnten wir das auch nicht und noch dazu sind sie multifunktional. Das war eine Anregung, mal über andere Institutionalisierungsformen nachzudenken und zwar großflächig. Da haben wir einen sehr interessanten Abschnitt darüber geschrieben, über welche Denke hinter diesen freiwilligen Feuerwehren steckt. Und so möchte ich das gerne aufgebaut wissen, zu sagen so, wir gucken, Sie erinnern sich vielleicht an diese Triade. Wir haben zunächst gesagt, diese Muster gelingenden Commonings, die innerhalb der Commons funktionieren, da können wir sagen, wir haben ein paar Abstriche gemacht, ja, so geht das. Da könnt ihr euch, Muster sind nichts Preskriptives, die schreiben nichts vor, das sind keine Rezepte und keine Modelle, aber sie sind Handlungsorientierung. Sie können sagen, das ist offenbar ein Muster des Gelingens. Im Kapitalismus ist es ein Muster des Gelingens, Exportweltmeister zu werden, sich gegen den anderen durchzusetzen. Das ist nichts anderes als ein Muster, was wir immer wieder aktivieren und immer wieder bedienen. Aber Beziehung ist nicht per se ein Muster des Gelingens, das ist das, nein, was ich gerade sagen wollte. Richtig, aber Beziehung zu stärken braucht konkrete Handlungen, konkrete Handlungslogiken und die brauchen konkrete Methoden. Und in diesem Sinne sozusagen möchte ich unsere Methode stark machen, zu sagen, was wir machen ist zu sagen, okay, Prämisse ist, wir sind alle Beziehungswesen in multiplen Formen, wir sind mehr als ein Ich und so weiter und so weiter und wir müssen diese multiplen Beziehungen stärken. Das ist das Kriterium, das wir stark machen wollen. Jetzt fragen wir, wie machen wir das, indem wir darauf gucken, wie sowas gut gelingt.
Und dann kommt eigentlich der Knackpunkt. Was im Kapitalismus gut gelingt, kann Commons kaputt machen. Das heißt, wir dürfen das, was wir da beschreiben, nicht dekontextualisieren. Ja? Natürlich ist es so, dass Feministinnen heute vor allem auf den Equal Pay Tag setzen, weil Anerkennung in diesem System exakt über dieses Muster der Bezahlung funktioniert. Und dann ist es doch kein Wunder. Es ist sozusagen, ich mache einen Unterschied zwischen funktional und funktionieren. Das funktioniert zwar nicht gut, das führt am Ende dahin, dass wir alle Care- und Sorgetätigkeiten ökonomisieren und das ist ein Problem und das müssen wir diskutieren, aber es ist funktional im Kontext einer liberalen kapitalistischen Demokratie. Und das kann ich gut anerkennen. Und wenn ich das anerkannt habe, kann ich sagen, so, können wir jetzt mal den Rahmen verschieben und noch was anderes denken, was nicht zwangsläufig in der Durchökonomisierung aller Sozialbeziehungen landet. Und da müssen wir weiterdenken. Wir haben 28 mustergelingenden Commonings formuliert. Wir brauchen mindestens 250. Oh, das Einzige, wogegen ich mich wehre, ist zu sagen, dass das eine Unten-Oben-Diskussion ist, das berühmte Scaling. Ja, das geht nicht von unten nach oben. Das wächst sozusagen im Grunde ja, wie in Mycelien in alle Richtungen. Und die Verbindungen zwischen unterschiedlichen Commons können genauso nach einer anderen Handlungslogik gestaltet werden, wie die Verbindungen innerhalb eines Commons. Und die Beziehungen zum Staat oder staatlichen Institutionen können auch mal einer anderen Logik folgen, als wer jetzt die meisten Patente an der Uni kriegt, der kriegt die Forschungsgelder. Das ist doch Mist. Aber die Frage war, kann es nicht auch schädliche Beziehungen geben, also falsche Beziehungen? Die Mafia Ach, das war die Frage. Selber im Buch. Ja, die Mafia haben wir selber im Buch. Und, Also wie wird das entschieden? Also ich meine, wie weiß man, welche Form von Beziehung man unterstützt? Also wenn wir jetzt nach den Handlungslogiken fragen, mich wundert das ja auch immer sozusagen, dass jetzt die existierenden Institutionen ins Feld geführt werden in einer Gesellschaft, in der der Exklusionsmodus der dominierende ist. Ja? Also wo wir sagen, es ist tatsächlich funktional, Exportweltmeister zu werden oder es ist irgendwie funktional, sich gegen den anderen auf dem Markt durchzusetzen und dabei wirklich, es gehört zur Routine und zur Methode, dabei nicht über das zu sprechen, was für uns funktional ist, wie dysfunktional das für den anderen ist. So, und in so einer Gesellschaft und in so einem Kontext, ausgerechnet von Commons, die sich erstmal verteidigen müssen gegen das eingehegt werden, gegen das ausgesaugt werden, gegen das an den Rand gedrückt werden und in dem historischen Vergessen anheimfallen und maximal noch assoziiert werden mit dem Mittelalter, Entschuldigung, das war so eine Steilvorlage, dass dann ausgerechnet die Commons diese große gesellschaftliche Frage beantworten sollen, das ist irgendwie nicht fair. Was wir jetzt brauchen ist, wir müssen wissen, wie das geht, gelingende Muster des Commoning auf allen Ebenen. Mikro, Meso, Makro. So, wir haben Mikro angefangen, jetzt müssen wir weiterdenken. Wir haben keine Antworten auf alle Fragen, sondern wir sprechen eine Einladung dazu aus, weiterzudenken und dabei immer diese Frage nach der, wie vertiefen wir Beziehung zu stellen und das auch wieder anzudocken ist. Ist das in Resonanz zu uns? Fühlt sich das gut an? Das gehört zur Methode des Musterfindens. Ja, ich glaube, eigentlich ist es eine Aufforderung an die Forschung. Also ich finde, es gibt so viele Forschungsprojekte, es wird so viel Geld für alles Mögliche ausgegeben. Also wir müssen da weiter forschen. Ich gebe zu, dass ich selber mich mit mir mehr in Resonanz fühlen würde, wenn ich einen Weg dahin wüsste, wie man das Erbrecht verändern kann, um die Besitzverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland und in Europa zu verändern. Und die Frage, ob und welche politischen Instrumente wir dafür in der Hand haben, die, finde ich, stellt sich mindestens so sehr, wie wir in der bestehenden politischen Wettbewerbslandschaft vermissen, was das Commoning an kreativen, lebendigen Erneuerungspotenzialen bereithält. Ich finde bloß, wir müssen uns jetzt kontextualisieren, denn sonst machen wir das hier noch bis Mitternacht auf diese Weise weiter. Jetzt nämlich kommt das, was Fishbowl genannt wird, und das heißt, es muss ein Stuhl auf die Bühne, und dann kommt der erste von Ihnen, der seine Frage in die Runde stellen möchte, bitte auf die Bühne, setzt sich in diesen Stuhl, trägt diese Frage vor, bis sie hier diskutiert ist, verlässt dann allerdings auch den Stuhl wieder, zugegeben, so wurde es mir erklärt, damit der nächste kommen kann. Und da ist auch schon der Stuhl. Wer fängt an? Wer kommt zunächst in die Runde? Ah, los geht's. Hallo, mein Name ist Caroline Terwindt. Ich habe eine Frage wegen des Begriffs Anerkennung. Ich habe nämlich nicht recht verstanden, warum wir darüber reden.
und warum das immer so verknüpft wird dann mit, also Sie haben es verknüpft mit Selbstwirksamkeit und dann Lohn. Aber es ist auch jetzt gerade so, es gibt diese Government Surveys, dass etwa bis zu 40% der Leute, die eigentlich richtig gut bezahlte Arbeit haben, das Gefühl haben, sie haben einen Bullshit-Job. Und eigentlich die Arbeit, die ganz klar sehr viel lohnt, so wie Erzieherinnen und so weiter, die, glaube ich, auch sehr befriedigend sind, die sehr viel Anerkennung bekommen von Resonanz mit Arbeit mit Kindern zum Beispiel, die wäre ja schlecht bezahlt. Da ist meine erste Verwirrung, so, warum reden wir da über Anerkennung, verknüpft mit Lohn? Und bei Ihnen habe ich nicht verstanden, wenn wir dann über Frauen, die Equal Pay wollen, über eine Art individualisierte Anerkennung reden, fühlt das sich für mich ein bisschen paternalistisch an, weil es ist doch einfach Diskriminierung von einer Gruppe, eine strukturelle Diskriminierung. Und dann geht es doch nicht um meine individualisierte Anerkennung für meine persönliche Arbeit, sondern darum, dass ich als Frau diskriminiert werde. Und dass ich das dann natürlich auch im Lohn umgesetzt haben will, scheint mir klar. Aber es wird noch schlimmer, wenn es einfach um Ausbeutung geht, die auch über solche Herrschaftsverhältnisse läuft. Und wenn dann jemand sagt, naja, keine Ahnung, die Putzfrau, die möchte doch einfach nur ein bisschen mehr individuelle Anerkennung, finde ich das auch nicht richtig. Ich glaube, das geht einerseits an Rosa und andererseits an Habeck. Wenn er einen Moment Pause macht, dann lege ich sofort los. Na, weil ich finde die Frage ganz, ich finde die wichtig und auch völlig richtig. Also genau genommen wollte ich genau das sagen, dass die Bindung der Anerkennungserfahrung meiner Ansicht nach schon mit Selbstwirksamkeit zusammenhängt. Also Anerkennung ist irgendwie, als was werde ich anerkannt? Als jemand, der sozusagen auch anerkennungswürdig ist, der nämlich auf eine bestimmte Weise mit der Welt verbunden ist. Aber dass wir das an den Lohn binden, halte ich gerade für eine Katastrophe eigentlich, ja? Weil man es dann quantifiziert, ökonomisiert und übrigens, wenn man wirklich die Sache mit dem Bullshit-Shop ist ganz interessant. Also wenn man wirklich arbeitssoziologische Studien sich zu Gemüte führt, da stellt man was Interessantes fest, dass nämlich die allermeisten Menschen eigentlich, und besonders haben sie recht, also zum Beispiel in Pflegeshops oder so, aber sogar bei der Müllabfuhr, ist wirklich verrückt. Ich habe gerade eine arbeitssoziologische Studie gelesen, die haben Menschen, die bei der Müllbeseitigung arbeiten, gefragt. Und da würden wir als Soziologen haben dann immer das Gefühl, ja, aber da gibt es halt diese Jobs, die keiner machen will. Aber eine erstaunlich hohe Prozentzahl hat sogar gesagt, eigentlich mögen wir unseren Job. Ich meine, das ist überhaupt nicht zynisch, weil die meinen es auch nicht zynisch. Die haben gesagt, wir sind den ganzen Tag an der frischen Luft, wir sind den ganzen Tag in Bewegung. Wir sehen, dass wir etwas Nützliches tun für die Menschen und die Gesellschaft. Und das ist an ganz vielen Stellen so. Und es ist eben nicht, also sozusagen, die Diskriminierung kommt dann durch die schlechte Bezahlung, auch durch den Status, den man hat, aber auch überall durch den ökonomischen Zwang, dass nämlich Menschen überall sagen, und das gilt übrigens für die Bullshit-Jobs wie für die Top-Jobs, da sagen fast alle, eigentlich arbeite ich gern, aber ich komme nicht richtig dazu. Ja, ich komme gar nicht dazu, den Job, das, was ich daran gerne mache und was gut ist, richtig zu machen, weil ich permanent optimieren muss, dokumentieren muss, steigern muss und so. Und da sieht man genau, wie diese Impulse der permanenten Steigerung, der Wettbewerbsförmigkeit, eigentlich der kapitalistischen Logik, gegen die Resonanzlogik stehen. Genau das ist sozusagen der Punkt, den ich machen will. Und doch, das scheint mir sehr offensichtlich zu sein und deshalb brauchen wir eine Revolution. Revolution geht immer. Ich hab den Punkt mit Equal Pay nur gemacht, weil wir eben noch mal gehört haben, Hartmut Rosa darauf hingewiesen hat, dass Anerkennung eigentlich, oder wie hilfreich das gesagt hat, ein In-Beziehung-Setzen ist. Und ich wollte darauf hinweisen, dass sehr viele Menschen, die für soziale Teilhabe kämpfen, erst einmal für finanzielle Teilhabe kämpfen. Und zwar nicht nur aus bitterer Not heraus, sondern aus Gründen der Würde oder der eben Anerkennung heraus. Das kann man auch anders regeln natürlich. Aber da muss man jetzt, bevor man vielleicht klatscht, mal kurz drüber nachdenken, wohin das geht. Also was ich natürlich sofort mitmachen würde, nicht nur gleicher Lohn für gleiche Arbeit, sondern auch Aufwertung und auch zwar Wunder was, finanzielle Aufwertung von Pflegeberufen, Care-Berufen und so weiter. Also, dass man innerhalb des Systems die Regeln anders ordnet, umverteilt, oben besteuert oder kappt, unten mehr Geld gibt, Armut bekämpft, alles unstrittig. Wo ich zögere, ist zu sagen, das machen wir eben nicht und so verstehe ich Sie beide ein Stück weit, weil es ja letztlich dann doch noch im Kapitalismus gedacht ist. Und das machen wir über Form von in Beziehung setzen. Sie haben es gerade gesagt, also der Indikator für Commons ist, fühlt sich das gut an?
Und das kann, ja, das haben Sie gesagt. Das haben, so, jetzt stellt sich eine Politik vor, also eine tatsächlich, also entweder haben wir keine Politik mehr, das habe ich aber schon in Frage gestellt und da habe ich jetzt die Antwort eher so verstanden, neben interessanten Gedankenspielen, nee, ganz auf den Staat verzichten und auf Regeln wollen wir nicht. Aber jetzt stellen Sie sich also mal, Gesetz, es gäbe noch Politik vor, eine Politik sagt, naja, ich habe mir überlegt, das fühlt sich doch viel besser an, alte Leute zu pflegen und Kinder zu betreuen, als Professorin, Journalistin oder Böll-Vorstandsvorsitzende zu sein oder überhaupt Wissen zu erwerben. Die eigentliche Form von Inbeziehung sein ist doch viel besser, wenn sich die Frauen wieder um Menschen kümmern. Das ist doch das eigentliche Ding. Das muss sich doch viel besser anfühlen. Und bezahlen tun wir es auch nicht, weil ja die eigentliche Form von Anerkennung Liebe und Inbeziehung sein ist. Das kann doch nicht die politische Antwort sein, mit der Sie mich hier losschicken wollen. Dann sind wir doch wirklich wieder in... Ja, aber da aber sind wir uns ja endlich mal das, einig. Genau, aber wenn, Sie das, wenn das nicht der Weg ist, und das war doch meine allererste Frage, wie radikal ist es gedacht? Ist es radikal, also wenn es so radikal gedacht ist, dann habe ich noch nicht verstanden, wo Sie das Stoppschild setzen und sagen, bestimmte Formen von, das fühlt sich gut an, können sich individuell gut anfühlen, aber gesellschaftlich wollen wir die nicht haben. Und wenn Sie das nicht mehr finanziell vergüten wollen, also kapitalistisch vergüten wollen, wie denn dann? Und die, das habe ich doch schon gesagt, ganz am allerersten, das war ein allererster Punkt, vielleicht nicht genug illustriert, wenn es nicht die kapitalistische Anerkennungslogik ist, an der ich ja auch genug auszusetzen habe, aber keine andere gegeben wird, dann gibt es trotzdem sicherlich irgendeine Form von Vermachtung dieser Beziehung. Und da muss man aufpassen und das muss man mitdenken, bevor man sagt, wir machen eine Revolution. Wohin denn Revolution, wenn nachher dabei rauskommt, die Beziehungen, die sich gut anfühlen, sind die wichtigsten und wer das regelt, ist unklar. Das führt doch wirklich in ganz schwierige gesellschaftliche Formationen rein und da will ich noch nicht einschlagen. Also ich möchte nur ganz kurz darauf reagieren, weil ich habe das Gefühl, also wie Sie es verstehen, ist, dass wir sagen, einfach kein Geld mehr benutzen, aber die kapitalistischen Systeme sollen weiter bestehen. Ich glaube, die Frage ist, wenn man eine Universität als ein Commons organisieren würde, würde dann vielleicht Herr Rosa auch mal als Putzmann arbeiten und wenn das man das so organisiert, mit oder ohne Geld, ist mir dann eigentlich egal, dann ist das ganze System anders. Und natürlich, solange wir in diesem System bleiben, sollen andere angemessen bezahlt werden. Das ist... Entschuldigung, stehe ich völlig auf dem Schlauch oder ich habe es immer noch nicht verstanden, weil doch die Leute nicht aus Versehen Professoren werden wollen. Niemand hat Herrn Rosa gehindert, Putzmann zu werden. Niemand. Ja, aber ich hab's auch das nicht Leben war frei. Warum haben Sie es denn getan? Aber nicht wegen des Sie Geldes. Können doch morgen Putzmann werden. Tun aber, Sie doch aber nicht. Aber wegen das des ist Geldes habe ich es auch nicht gemacht. Nein, Sie haben es nicht wegen Geld nicht getan, aber Sie haben es gemacht, weil Sie Wissen erwerben wollen, weil es irgendwie interessanter ist, Bücher zu schreiben, als Putzmann zu sein. Und das hört doch nicht auf, wenn wir in der Commons-Gesellschaft leben. Also irgendeiner muss die Toiletten doch sauber machen. Also ich habe gerade zwei Mikrofone. Wer entscheidet in einer Commons-Gesellschaft, wer die Toiletten putzt? Dran. Jetzt nämlich Wenn das keiner entscheidet, dann wäre ich nicht mehr dran. Interessanterweise ist das tatsächlich selten das Problem. Jetzt kommt die nächste Fishbowl-Besetzung. In der ersten Reihe sitzt eine Dame, die jetzt hier hochkommt. Ich muss aber unbedingt noch auf diesen Punkt antworten. Ja, guten Abend alle zusammen. Mein Name ist Sandra Lustig. Ich habe einen kleinen Vorsprung, einen zeitlichen Vorsprung vor den meisten hier im Saal. Ich kenne das Buch nämlich seit Monaten. Ich habe es nämlich übersetzt vom Englischen ins Deutsche und dabei mehrmals viele, viele, viele Stunden am Stück, teilweise auch mit Silke am Telefon verbracht. Wie kriegen wir diese Gedanken ins Deutsche? Allein das war übrigens ein kleines, aber möglicherweise sehr klassisches Beispiel davon, was Commons ist. Ja, also ich saß bei mir und habe überlegt, wie mache ich das? Silke überlegte natürlich auch. Im Gemeinsamen haben wir es gelöst, zumindest einigermaßen. Ich würde, also mir liegt sehr am Herzen, dass wir heute Abend wieder über Commons reden. Wir haben hier über unheimlich viele andere Sachen wurde hier gesprochen und nebenbei viele Dinge, die ich im Buch nicht gelesen habe. Ich habe nicht gelesen, dass wir eine Revolution machen. Ich weiß, das war jetzt nicht so gemeint. Ich habe nicht davon gelesen, dass wir
das Geld abschaffen. Ich habe nicht davon gelesen, eigentlich auch nicht, dass wir den Kapitalismus so gleich abschaffen wollen. Ich habe nicht gelesen, ach ne, wenn sich das gut anfühlt, dann ist das Commons. Und ich habe auch nicht gelesen, wenn wir Commons einführen, dann bricht das Paradies aus. Was ich aber sehr wohl gelesen habe, ich habe gerade dieses ganz kleine Beispiel von den Gesprächen zwischen Silke und mir als Commons, jetzt habe ich das Commons bezeichnet, zwar vielleicht begrifflich ein wenig unsauber, aber noch einmal, ich möchte gerne auf ein Beispiel der Commons zurückkommen, damit wir uns das hier alle erstmal auf der Zunge zergehen lassen, was das eigentlich überhaupt ist. Und zwar das Beispiel Freiwillige Feuerwehr, das finde ich sehr gut, weil das eigentlich ziemlich bekannt ist. Man muss hier niemandem erklären, was das ist. Nehmen wir mal an, wir wohnen alle im selben Ort. Nehmen wir mal an, jeder hier wohnt irgendwie in einem Haus und dann haben wir auch noch irgendwelche gemeinschaftlichen Häuser, die wir alle nutzen, Krankenhaus, Rathaus, was auch immer. Nehmen wir mal an, es brennt da irgendwo. Ja, wenn mein Haus brennt und es kümmert sonst keinen, dann ist das schon mal doof, ja? Und möglicherweise findet mein Nachbar das auch doof, weil sein Haus nämlich auch abbrennt. Wenn wir aber eine freiwillige Feuerwehr haben und das Haus von dem in der 14. Reihe, dritte von links, das brennt ab und ich bin in der freiwilligen Feuerwehr und ich helfe damit zu löschen und Menschen zu retten, dann ist das doch eine gute Sache. Und ich weiß dann auch, wenn mein Haus mal brennt, dann werden andere Leute eben auch einspringen. Und diesen Feuerschutz, das ist das Commons. Das ist das, was wir alle davon haben, wenn wir nach bestimmten Regeln, über die wir auch alle mitbestimmen, und zwar frei und fair und lebendig, steht vorne auf dem Buch drauf, dann fühlt es sich gut an und dann funktioniert es auch. Es war ja die Frage, wie können wir das denn machen mit den Commons, damit es auch funktioniert? Ja, frei, fair und lebendig, finde ich wunderbar, kam auf den Titel, hatte ich nichts mit zu tun, also liegt nicht an mir. Das ist im Grunde genommen, finde ich sehr schön, den Kern des Ganzen. Ich würde mich total freuen, wenn die Diskussion mehr wieder dorthin kommen würde. Und doch noch eine kleine Fußnote. Müllwerker ist eigentlich ein ziemlich guter Job. Ja, nein, aber auch materiell gesprochen. Öffentlicher Dienst, Flächentarifvertrag, sozialversichert und die Kohle kommt jeden Monat pünktlich. Ja? Wir haben 20-25% Niedriglohnbereich in Deutschland. Ich muss es in diesem Kreis wahrscheinlich nicht ausführen, was das bedeutet. Aber, ja. Ja. Das nur als Fußnote. Ja. Wer möchte sich darauf beziehen? Das war keine Frage. Ich finde, der Frage-Antwort-Modus ist ja auch keiner, der hier hingehört. Das ist ja ganz super, wenn es Beiträge gibt. Aber mir ist jetzt endlich klar geworden, wo dieses Verständnis von der Kuschelökonomie herkommt, die ich hier sozusagen auspinsele. Weil ich habe tatsächlich gesagt, dass die Frage, fühlt es sich gut an, dazugehört. Aber ich habe gesagt, die Frage gehört zur Methode des Musterfindens nach Christopher Alexander und habe damit ausgedrückt, es gibt da eine sozialwissenschaftliche Forschungsmethode, so will ich es mal sagen, in der wir nicht getrennt werden vom Objekt, in der wir nicht so tun, als können wir alles nur durch Denken von unserem Körper ablösen, von unserem ganzen Sein, Fühlen und Empfinden ablösen, sondern in dem, dass wir fühlende Wesen sind, sozusagen aufgegriffen wird in der Art, wie wir Welt erforschen und zu welchen Forschungsergebnissen wir da kommen. Da kam mein Satz her. Ganz wichtig finde ich zu sagen, vielleicht klärt das auch noch mal was an Zuschreibungen. In der Tat, Commons sind keine Kuschelökonomie und Commons sind auch nicht regellos. Das ist auch so ein Vorschlag, der immer hier im Mitschwang. Also ne, immer wenn sozusagen das Wort Anarchie in den Raum geworfen wird, dann wird ein bisschen, ja, in einer falsch verstandenen Anarchie, wie ich finde, wird mit dieser Regellosigkeit hantiert. Der Unterschied zwischen einem Commons-Systemen und den Regeln, die wir jetzt haben, ist, dass Commons-Regeln immer kontextgebunden sind und bleiben. Woran Menschen leiden, das habe ich mir vor 3 Tagen im Caritas-Verband angehört und vor einem Tag in der Stadtentwicklung in Dresden, ist, dass es Regeln gibt, die sozusagen gleichförmig von der kommunalen Ebene, dann auf die Landesebene, dann auf die Bundesebene und dann auf die europäische Ebene sozusagen schichtenweise drübergelegt werden und dann
der Wanderverein, der irgendwie Kuchen verkaufen will, das nicht darf, weil er irgendwelchen Hygienebestimmungen nicht entspricht. Und das kann in Commons nicht passieren, denn sie lösen die Regeln, die entwickelt werden, nie aus ihren Kontexten und sie kommen auch nicht auf die Idee, wie ich das vorhin am Beispiel Eigentum erklärt habe, die gleichen Institutionen, also die gleichen Regeln, über Dinge zu legen, die sehr, sehr unterschiedlich funktionieren. Das heißt, was wir da haben, ist eine unglaubliche Mannigfaltigkeit an Regeln. Das war ja das, und damit bin ich am Ende, was Elinor Ostrom rausgefunden hat in ihrer Forschung. Ja, die hat gedacht, wenn ich jetzt gucke, wie die Leute das machen, überall in der Welt, dann finde ich vielleicht die Regeln, die funktionieren. Und hat erkannt, nein, das tue ich nicht. Das Einzige, was ich finden kann, ist Felder, auf die ich unbedingt schauen muss, die ich unbedingt regeln muss, damit sie funktionieren. Die Regeln müssen vor Ort im entsprechenden Kontext selbstbestimmt werden. Deswegen, wenn Sie fragen, ja, wer bestimmt denn dann? Sage ich, fragen Sie die Leute. Ich kann nicht anders als davon zu erzählen, wie ich in La Paz zuletzt erlebt habe, dass in einem Stadtteil aufgrund der Verfassung des Staates Boliviens die Todesstrafe abgeschafft ist, wohingegen im Nachbarstadtteil andere Regeln, so haben es die Leute bestimmt, in El Alto die Todesstrafe gilt. Und wenn man wenige Straßen finden von Sie hier nach Commons, da geht, oder warum kommt das Beispiel? Das verstehe ich jetzt nicht. Weil es unterschiedliche Regeln sind, die Leute sich gegeben haben und es sind wenige Straßen voneinander entfernt und man muss höllisch aufpassen, in welcher Straße man sich gerade aufhält. Innerhalb einer. Ich will sagen, damit ist kein Problem gelöst, sondern damit entstehen unendlich viele Fragen neu. Und das wäre dann eben auch ein Teil der Commons. Wer ist der Nächste, der sich in diesen Sessel setzen möchte? Ich bin gehalten, auf Diversity zu achten. Jetzt muss dringend ein junger Mann her. Ja, vielen Dank für die spannende Diskussion. Philipp Sewing ist mein Name. Mich überrascht an der Debatte ein bisschen, wie diese verschiedenen Paradigmen gegeneinander ausgespielt werden. Ich habe das Gefühl, es ist viel pragmatischer zu betrachten. Wir reden eigentlich über Instrumente, die gesellschaftliches Zusammenleben organisieren. Markt, Staat und Commons. Und sozusagen jeder dieser Instrumente zahlt dann auf gewisse Ziele ein, die wir haben. Aber eigentlich müssten wir uns über diese Ziele unterhalten und eben schauen, wie die einzelnen Instrumente dann auf diese Ziele einzahlen. Und das gilt ja auch deswegen, weil wir als Individuen sind wir ja auch alles. Wir agieren im Markt, ja? Also Robert agiert auch im Markt. Robert ist aber auch irgendwie Chef einer Commons-Organisation der Grünen. Du bist zwar der Boss, aber gleichzeitig sind doch ganz viele dezentrale Entscheidungen, die getroffen werden und du kannst nicht alles entscheiden. Und gleichzeitig ist man irgendwo Staatsbürger in einem formalisierten System. Das heißt, da würde ich mir irgendwie wünschen, dass wir die Sachen pragmatischer zusammendenken und eben zielorientiert lösen. Und die zweite Frage, die ich eigentlich mitgebracht habe, ist diese von Mikro-, Meso- und Makroebene. Nämlich, inwiefern ist das Instrument Commons eins, was dezentrale, globale, auch sehr anonyme, gemeinsame Probleme dieses Planeten eigentlich lösen kann, wenn es keine direkten Beziehungen gibt, in denen wir sozusagen vertrauensvoll uns über gewisse Dinge einigen können. Weil das sind ja die großen Fragen, die uns gerade beschäftigen. Wer fängt an? Ja? Rosa. Ja, ich habe sicherheitshalber das Mikro immer schon parat. Also ich finde bei der Bemerkung sozusagen, da glaube ich, dass man vielleicht das sich auch nicht so einfach machen darf, also oder dass es da ein Problem gibt, weil es gibt nicht einfach Markt, Staat und Commons, weil ich finde, die stehen in einem Verhältnis zusammen. Deshalb habe ich vorhin gemeint, man braucht sowas wie eine Formationslogik. Ja, kooperieren die? Und ich glaube auch wirklich, wie sind wir also meine Frage als Soziologe, ich kann mir das sozusagen leisten, ist, wie sind Subjekte in die Welt gestellt, auf die Welt bezogen. Und ich glaube, da ist die Marktlogik, die Steigerungslogik, der Optimierungszwang letzten Endes das maßgebende Instrument, auf das hin wir sogar dann Staat und in vieler Hinsicht sogar die Commons auch trimmen müssen. Ja, also dieser Zwang, schneller zu werden, besser zu werden, zu optimieren, wettbewerbsförmig zu bleiben, hat Merkel ja, ich meine, Merkel hat es ja nicht aus Bosheit gesagt, die Sache mit dem marktförmigen Demokratie, ja, wo sie ziemlich genau sehen, aha, Markt und Staat stehen da möglicherweise in einem Zusammenhang. Also deshalb will ich nur sagen, man kann die nicht einfach nur Trend betrachten, sondern muss sie, glaube ich, auch im Zusammenhang sehen. Und da scheint mir ein Problem zu liegen. Und die zweite Frage, die lasse ich jetzt für Silke. Das ist super, weil mir das Gelegenheit gibt, auf Ihren ersten Einwurf zur Ontologie zu antworten. Vom Anfang. Also ich sehe das ganz ähnlich. Ich habe Schwierigkeiten aus ontologischen Gründen unter anderem auch. Also wir folgen keiner Essenzontologie sozusagen. Ich glaube nicht, da ist der Staat als etwas
Da ist irgendwie was Wesenseigenes, was dem Staat inne sei. Das habe ich genau versucht zu sagen. Dem Vortrag wäre, den Staat und die, den Markt denkt. Der denkt das im Grunde, als da sei irgendeine Entität, die sei statisch. Und genau diese Idee lehnen wir ab und verweisen auf eine relationale Ontologie, übrigens auf eine differenzierte relationale Ontologie und nicht auf eine undifferenzierte. Aber das kann man ja dann danach lesen. Und tatsächlich, und das ist die These und die ist zu überprüfen und ich finde, das sollten die Philosophinnen und Anthropologen und so weiter machen und mit uns darüber im Austausch sein. Unsere These ist tatsächlich, sie bauen aus so einer Ontologie heraus andere Vermittlungsinstitutionen oder Instrumente. Ich kann Commons nicht als Instrument denken. Also wie Sie das dargestellt haben, das fällt mir schwer, das zu verstehen, was das ist, Commons als Instrument. Aber ich kann Instrumente denken. Nehmen wir die Blockchain. Ich habe das vorhin gesagt, die Blockchain ist der Ausdruck von, Menschen haben sozusagen in Entscheidungsfindung nichts mehr zu suchen, so eine Kategorie wie Vertrauen, die nur über Beziehung läuft, die sozusagen, die müssen wir ausschalten und wir lassen das alles, den Algorithmus entscheiden. Ja? Daneben steht Holochain. Das sind Leute, die genau auf Grundlage so einer relationalen Ontologie, die sagen, wir müssen die sein, die ermächtigt bleiben, über unsere Belange zu entscheiden. Ja, wir müssen die sein, die die Möglichkeiten der sogenannten Digital Ledger Technik so ausschöpfen, dass uns die heutige Technologie nicht alle Entscheidungsmacht, die kollektive Selbstwirksamkeit sozusagen aus der Hand schlägt und wir dafür dann noch Kraftwerke in Panama bauen müssen, damit es überhaupt möglich ist, diese ganzen Technologien mit Strom zu versorgen. Und was wir versuchen an diesem Beispiel zu zeigen ist, wenn Sie in einer gewissen statischen Ontologie denken, kommt da Blockchain raus und wenn Sie in einer relationalen Ontologie denken, kommt da Holochain raus. Und was ich sagen will ist, ich kenne diesen Staat noch nicht, übrigens auch nicht der bolivianische Staat mit seiner wunderbaren Verfassung, der sagt, diese Idee, die bringen wir wirklich in Politiken, Instrumentarien und so weiter. Das ist was, was wir ausloten müssen, wo wir überhaupt erstmal drüber nachdenken müssen. Das ist eine Diskussion, die beginnt. Wir sind weit über die Zeit. Ich würde gerne mein Recht, weil ich das Mikro in der Hand habe, dahingehend nutzen, dass ich von diesen dreien hier gerne abschließend gerne etwas wüsste, nämlich was aus der Perspektive der Commons, was aus der Perspektive der Resonanztheorie, was aus der Perspektive der demokratischen Politik zu sagen wäre auf folgende Frage. Wir erleben eine Knappheit des Wohnraums bei rekordhohen Bodenpreisen, bei einem neuen Rekordstand an Quadratmetern pro Person und einem Rekordstand an allein bewohnten Haushalten in der Bundesrepublik Deutschland. Welche Antwort hat darauf die Resonanztheorie, welche Antwort die Commons und welche Antwort die demokratische Politik? Wenn ich eine nehme, würde ich gerne das Mietrecht so ändern, dass man jedenfalls unter bestimmten Bedingungen seine Mietverträge tauschen kann. Also nicht aus der Wohnung ausziehen, weil man jetzt alleine ist und dann hat man 100 Quadratmeter und wohnt da alleine. Aber man kann nicht ausziehen, weil man dann auch die 30 Quadrat oder 40 Quadratmeter Wohnung sich nicht leisten kann, weil die doppelt so teuer ist, sondern sagen, okay, gibt es eine Familie mit, weiß nicht was, zwei Kindern, die kann die besser haben und dann tritt man einfach in den Mietvertrag ein. Wahrscheinlich kann man das nicht komplett deregulieren, weil dann dann sozusagen so auch wieder Machtverhältnisse eingreifen und ich will ja, dass die Familie mit den Kindern oder wer auch immer die richtigen Leute die Anspruch auf diese Wohnung haben, aber dass es möglich ist, die Mietverträge zu übernehmen, wäre sicherlich eine Common-Idee, die man jetzt sinnvoll einsetzen kann, ohne gleich das ganze System zu zerschlagen, sondern im Grunde könnte man das morgen tun vielleicht. Also da kann ich ganz gut anknüpfen, das würde ich auch sofort machen, weil und zwar aus folgendem Grund, das verbindet sich nämlich mit der Frage, die in der Debatte jetzt wieder viel zu wenig gestellt wird, nämlich was brauche ich jetzt in meinem Kontext in dieser bestimmten Lebensphase wirklich? Ja, also dass wir weniger auf Enteignung oder Nichtenteignung oder so, sondern wirklich diese Frage in den Mittelpunkt rücken und dann sagen, alle Maßnahmen, die der Beantwortung dieser Frage
dass Bedürfnisse besser befriedigt werden, sozusagen näher kommen, die sind willkommen. Insofern finde ich einen super Vorschlag. Ich würde noch hinzufügen, Boden dem Markt entziehen. Also es ist nichts Gegebenes und keine Selbstverständlichkeit, dass uns sozusagen das Land, auf dem unser Wohnraum steht, auch gehört. Und es gibt sehr interessante Modelle, wo wir den Grundbesitz am Boden und den Besitz am Wohnraum, das Eigentum muss ich korrekterweise sagen, trennen und den Boden dem Markt entziehen. Und da kann man sich inspirieren an Modellen wie dem Mietshäuser-Syndikat. Und unter anderem gibt es derzeit eine Initiative von jungen Unternehmern und Unternehmerinnen, die sagen, wir brauchen neue Rechtsformen, die nennen das Verantwortungseigentum. Das heißt, wir brauchen auch neue Rechtsformen, die überhaupt das, was in Artikel 14 steht, sozusagen einlösen können. Hartmut Rosa, enteignen. Nein, also da würde ich Robert Habeck zitieren oder auch recht geben. Der sagt eigentlich, ich brauche also der Antoine de Saint-Exupéry, übrigens ist das gar nicht von Antoine de Saint-Exupéry, aber ich habe das auch so zitiert. Also diese Idee, oder es ist nur indirekt von ihm, dass man erstmal sozusagen, der Spruch lautet, wenn du willst, dass die Menschen aufs Meer segeln, dann musst du ihnen nicht beibringen, die Instrumente, wie man Planken schlägt und Segel baut und sowas und Seekarten liest, sondern sie brauchen die Sehnsucht nach dem Meer. Und deshalb würde ich an der Stelle auch sagen, ich habe nicht die perfekten Instrumente, aber ich habe eine Vorstellung davon, was Wohnen für Menschen bedeutet und wie es deshalb organisiert sein soll. Weil was ich machen will, ist eine Soziologie der Weltbeziehung zu entwickeln. Und ich glaube, die Grundidee von Resonanz ist, dass es da einen unverwandelbaren Weltausschnitt geben muss, dass sozusagen meine Beziehung zur Welt eine Resonanzbeziehung sein kann. Und Wohnen ist dafür zentral, ja, einen Platz zu haben, an dem ich auch einen geschützten Raum, in dem ich mir Welt anverwandeln kann, den ich mir auch anverwandeln kann, der sozusagen nicht abhängig sein darf von Launen des Marktes oder Mietspekulationen oder anderen Dingen. Deshalb weiß ich zwar noch nicht, wie wir da hinkommen, aber ich bin ganz sicher, dass wir diese Idee, ja, lass uns erstmal nachdenken, was wir brauchen. Ja. Die Idee, im Wohnen sozusagen einen garantierten Raum zu haben, in dem uns die Anverwandlung der Welt eigentlich garantiert ist, sodass wir Welt in dem Hinsicht als eine entgegenkommende, die geschützte, von mir aus Höhle oder Sphäre erfahren können. Das scheint mir das überragende Ziel zu sein und dafür könnten unter Umständen auch ein paar Enteignungsmaßnahmen nicht schaden. Vielen Dank, Silke Helfrich, vielen Dank, Hartmut Rosa, Robert Habeck und noch einmal Silke Helfrich.